Seifenblasen sind einfach das Allerbeste. Zeit für etwas Spaß. Yeah! Das macht mich glücklich. Das Beste ist, dass es ganz einfach ist. Das ist echt beeindruckend. Naja. Wow, echt toll. Das ist so ungerecht. Mama? Was hast du? Schau mal, kriege ich das bitte? Ja, natürlich. Wow, ich kann's nicht erwarten. Das ist für dich. Wow, danke, Mama. Was ist das? Eine Schneekugel? Was soll ich denn damit? Was? Du magst sie nicht? Ich wollte das hier. Warum tut Mama mir das an? Aber ich gebe nicht auf. Ich muss sie nur noch mehr überzeugen. Und das geht nur mit Ausdauer. Ich muss mehr Ballaststoffe essen. Kann ich dir helfen? Die brauchst du. Und ich brauche das. Willst du mich veralbern? Gut, ich mache alles für ein ruhiges Leben. Wow, der Spielzeugladen ist fantastisch. Oh, muss mich professionell verhalten. Wir suchen das hier. Meine Tochter will das unbedingt haben. Bitte sag mir, dass du es hast. Natürlich, es steht gleich da drüben. Wirklich? Wow, und es ist im Angebot. Heute ist mein Glückstag. Warte. Das darf nicht wahr sein. Was ist los? Nein, das Spielzeug. Tja, jetzt ist es ausverkauft. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Viel Glück beim nächsten Mal. Nein, du verstehst nicht. Ich brauche das. Ich muss mir was einfallen lassen. Vielleicht helfen mir die Kartons. Ich weiß, was zu tun ist. Ich habe diese Pappteile vorbereitet. Daraus erstelle ich eine Box. Die Bonbons rollen später aus diesem Loch. Jetzt kommen Holzspieße in die Seiten. Ich habe auch dieses Teil aus Pappe gemacht. Oben stecke ich jetzt einen Holzstab durch. Dann kommen Gummis an beiden Seiten. Das kommt jetzt in die Box. Es liegt über dem Loch. Dann ziehe ich den Gummi über diesen Stab. Jetzt zur anderen Seite. Dann testen wir das mal. Wenn ich das Teil reindrücke, fällt der Bonbon durch das Loch. Als nächstes muss der obere Teil gebaut werden. Der muss angewinkelt sein. Dann kann ich die Frontplatte montieren. Obendrauf setze ich diesen Behälter. Da kommt noch ein Deckel drauf. Jetzt die Bonbons. Das sind Sunnys Lieblingsbonbons. Ich mache außen noch ein Gesicht dran. Es soll ja lustig aussehen. Es funktioniert. Was sagst du dazu, Sunny? Wow, das ist ein Bonbonautomat. Drück auf die Nase und schau, was passiert. Oh, das gefällt mir. Ich will mehr. Lass mir ein paar übrig. Ich kann nichts versprechen. Mama? Was jetzt? Schau mal, ich will das haben. Aber, das war ja klar. Du zuerst. Die hier. Oh, das ist aber schade. Wie ist der Affe hier reingekommen? Viel besser. Ich hab groß, siehst du? Na gut, dann bin ich dran. Ich habe überhaupt kein Glück. Sieht aus, als wären sie bereit. Oh, hey, klitzekleines Kerlchen. Ich hasse Brokkoli. Nein, der ist süß und schön bissfest. Lecker. Wie du willst. Nun, magst du deins denn nicht auch öffnen? Wenn du darauf bestehst. Oh, genau das habe ich befürchtet. Womit habe ich das nur verdient? Oh, der ist so bitter. Als ob man Gras essen würde oder so. Komm schon, so schlimm kann es doch nicht sein. Wow, tausend Dank. Ich könnte das Zeug jeden Tag essen. Gummibärchen. Die riechen gut. Das bringt mich auf eine fantastische Idee. Zuerst brauche ich ein paar Orangen. Ich entferne die Schale. Dann brauche ich einen Entsafter. Rein mit der Orange. Dann drücke ich den Hebel nach unten. Nun brauche ich einen Topf. Ich gieße den Orangensaft hinein und gebe Zucker hinzu und etwas Gelatine. Nun alles gut umrühren und die Hitze hochstellen. Nun brauche ich eine große Beerenform. Ich gieße die Mischung hinein und lasse es ruhen. Oh oh, die Menschen! Wo kommt das denn her? Das sieht echt lecker aus. Hey, das gehört mir. Ich hab's zuerst gesehen.
So lecker. Was ist passiert? Wow, wo sind wir? Zeit für die nächste Challenge. Wow, ein Puppet. So einen wollte ich schon immer haben. Das ist so lustig, damit zu spielen. Das gefällt mir. Mal sehen, was ich habe. Hä? Was ist das? Nur ein Gummibärchen? Oh, also das ist eine große Enttäuschung. Aber ich wette, es schmeckt gut. Hä? Wow, jetzt gibt's noch mehr Gummibärchen. Ich mach das nochmal. Ja, es hat geklappt. Ich will noch mehr Gummibärchen. Sie vermehren sich einfach weiter. Daraus ist ein ganzer Berg Gummibärchen geworden. Hey, schau dir das an. Ja, das ist ganz cool, schätze ich. Sie hat dieses Pop-It. Ich habe eine tolle Idee. Okay, ich brauche geschmolzene Gummibärchen und ein Pop-It. Und jetzt gieße ich die geschmolzenen Bärchen ins Pop-It. Ich habe alle Farben einzeln geschmolzen, damit es schöner wird. Okay, und jetzt noch einen Stiel auf die Gummis und aushärten lassen. Das ist toll, ich habe einen Gummilolli gemacht. Ich brenne darauf, ihn zu probieren. Der ist lecker. Und ich beiße in meinen. So schön stretchig und zäh. Wow, das ist so cool. Was für ein toller Snack. 1, 2, 3, 4. Ich erkläre offiziell den Daumenkrieg. Und für mich? Oh, Pech gehabt. Ich habe ein ziemlich gutes Gefühl. Hey, besser als klein. Oh, es wurde angerichtet. Das sind Essstäbchen aus Holz. Für wen, Ameisen? Meine sehen ziemlich normal aus. Autsch! Definitiv aus echtem Holz. Nicht lustig. Hey, schau dir die Karten an. Ich glaube, wir sollen noch zwei auswählen. Die hier. Nein! Oh, schade. Und was machen wir jetzt? Das beantwortet meine Frage. Hast du schon mal so viele Nudeln gesehen? Und ich soll die alle essen? Das geht? Wie viel soll denn da drin sein? Zwei Happen mehr nicht? Ich heul gleich. Also, das ist wirklich eine Challenge. Ich kann damit keine Nudeln greifen. Was das angeht, habe ich wirklich keine Probleme. Das ist die perfekte Menge. Ein mundgerechter Happen. Und es schmeckt absolut köstlich. Willst du meine ausleihen? Vielen Dank. Das ist viel besser so. Die sind auch noch so schön warm. Na, wer braucht schon Essbesteck? Mein Mund kann das genauso. Weiter geht's. Hey, sieh mal da. Hä? Was ist da? Oh, eine Fischflosse. Wie cool. So hübsch. Ich meine die Flosse, nicht dich. Die Zuckerstreusel kommen über die Flosse. Das wird so gut schmecken. Na los, probier schon. Schmeckt süß und nicht salzig wie Fisch. Hey, irgendwas passiert mit mir. Wow, das habe ich nicht erwartet. Ich bin ein Meerjungmann. Mein Kindheitstraum wurde endlich erfüllt. Das steht hier echt gut. Jetzt bin ich dran. Jetzt verwandle ich mich. Pass auf. Wie war das? Zuckerstreusel drüber und dann? Nicht genug. Na los, bleib kleben. Oh nein, es ist zerbrochen. Ob es trotzdem noch funktioniert? Probieren geht über studieren. Wo bleibt meine Flosse? Gleich passiert's. Vergiss es, das klappt nie. Meinst du? Ich versuch's einfach nochmal. Mach mich zur Meerjungfrau. Hallo? Nicht jeder kann ein Bewohner des Meeres werden. Finde dich damit ab. Aha! Letzter Versuch. Und? Mach weiter, da tut sich was. Ich drück die Daumen. Ich spüre etwas. Oh, oh. Ekelhaft.
Naja, jetzt hast du ein Haustier. Ich nenne ihn Goldie. Der Look gefällt mir. Wow, wow. Irgendwas passiert hier. Sieht aus, als machen wir bei einer Challenge mit. Ein Burger. Schau dir das an. Treffer. Perfekt gezielt. Du bist dran. Na, das kann ich auch. Hast du das gesehen? Ich habe auch perfekt getroffen. Hey, wo sind die Snacks? Wow, hast du das gesehen? Die fielen einfach runter. Oh, eine ganze Box mit Kaugummis. Hier, ich öffne sie. Nein, gib her! Lass mich das machen! Wow, yes, gewonnen! Hey, warte mal. Was zum? Ich bin blau. Ah, ich kapiere es. Wir haben Farben getauscht. Mist. Na gut, das haben wir wohl verdient. Sieht so aus, als ob das jetzt so bleiben würde. Ach, komm, hör auf zu schmollen. Lass uns lieber die Kaugummis ausprobieren. Hey, vielleicht können wir es ja rückgängig machen. Naja, probieren könnten wir es. Okay, schließ die Augen und wünsch dir was. Okay, das war lang genug. Hat's funktioniert? Mist, wir haben immer noch die falschen Farben. Warte, wir müssen natürlich auch die Kaugummifarben tauschen. Okay, dann probieren wir den Kaugummi. Na schön, dann probiere ich ihn halt mal. Ich versuche, eine Blase zu machen. Vielleicht hilft das ja. Ups! Oh, hey, die Blase ist geplatzt und ich bin wieder blau. Yes! Oh, das muss ich auch probieren. Okay, Zeit für die Kaugummiblase. Yes, bei mir hat's auch geklappt. Ich liebe es, einfach pink zu sein. Wir haben's geschafft. High five. Für die nächste Runde? Ich bin echt nervös. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Siehst du, war doch nicht so schwer. Nichts passiert. Ist der kaputt? Hm, wie enttäuschend. Puh, wo kommt dieser Gestank her? Ich muss hier durch. Ignoriert mich einfach. Hey. Hi. Was ist das Problem? Der Knopf funktioniert nicht. Der Knopf? Ah, okay. Ich verstehe. Halte mal. So. Glücklich? Ja, das bin ich wirklich. Das sind aber viele Gummiwürmer. Und die sehen köstlich aus. Hey, ich wollte zuerst zugreifen. Die gehören mir. Justin, gib mir einen Wurm. Die schmecken dir sowieso nicht. Soll das ein Scherz sein? Na gut, ich habe eh eine bessere Idee. Ich habe meine Limo und eine große Schüssel. Darf ich? Ich gebe ein paar Gummiwürmer in die Schüssel und gieße die Limo hinein. Ich brauche alles davon. Okay, nun muss ich alles mischen. Ich will, dass die Würmer sich darin auflösen. Und die Mischung muss schön gleichmäßig sein. Das sieht gut aus. Oh, ich weiß, was du machst. Gieß es rein. Und verschütte nichts. Jetzt müssen wir warten, bis es fest wird. Leg es auf den Tisch. Ziehen wir das Rohr ab. Wow, schau dir das an. Ein riesiger Gummiwurm. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Ich freue mich schon so zu probieren. Mmm, so lecker. Wow, ich liebe es. Ich könnte das den ganzen Tag essen. Wow, her damit. Hey, wir essen das. Denkt nur an die Gummifische, die ich damit fangen werde. Gibt es Gummifische wirklich? Oh, da hat was angebissen. Fühlt sich groß an. Wow, schau dir das an. Es ist wundervoll. Sie sind mit der Zahlung im Rückstand. Moment, ich habe hier ein bisschen was. Nehmen Sie auch Schnüre? Tut mir leid, dass Sie nicht mehr haben. Nein, das war's. Sie sind raus hier. Als ob ich Schnüre akzeptiere. Das ist beleidigend. Sie müssen sich eine neue Bleibe suchen. Das müsste sich von selbst verkaufen. Ich liebe meinen Job. Ich bin ein richtiger Menschenfreund. Das ist ja eine komische Dekoration. Was ist hier los? Steht das Haus zum Verkauf? Was? Wir werden rausgeschmissen? Was ist hier los? Das wird nicht passieren. Och, wir haben so viel Schrott. Puh. Okay, wie geht's weiter? Mama, was ist das?
Oh, du hast es gesehen, hä? Wir müssen ausziehen. Ich will nicht. Warte mal. Ich weiß, was zu tun ist. Wir brauchen nur diese Kisten. Ich stell die hier hin. Ich brauche auch meine Klebepistole. Ich mache oben auf die Kiste Kleber und klebe die zweite Kiste drauf. Jetzt lege ich sie auf die Seite. Ich klebe noch mehr Kisten oben drauf. Jetzt brauche ich diese Pappröhre. Ich trage Kleber auf die Seite der Kiste auf. Das sollte reichen. Ich drücke das Rohr gegen die Kisten. Hm, da fehlt noch was. Ich weiß. Das wird das Dach. Passt perfekt. Jetzt noch dekorieren. Die kleinen Details machen den Unterschied. Jetzt das Dach decken. Ich habe noch eine Zitrone aus Pappe gemacht. Und häng noch Bommeln dran. Damit es lustig aussieht, alles soll schön bunt sein. Das ist der letzte Handgriff. Jetzt habe ich einen Limo-Stand. Oh, hätte ich fast vergessen. Ich brauche noch Limonade. Ich denke, jetzt habe ich alles. Ich bin sehr glücklich damit. Jetzt das Band durchschneiden. Und ich bin bereit fürs Geschäft. Ich brauche nur noch Kunden. Puh, heute ist so heiß. Hi, bekomme ich einen Becher? Genau, was ich jetzt brauche. Ist schön, mit dir Zeit zu verbringen. Wow, wow, ich liebe Limonade. Komm mit. Zwei bitte. Komm schon, nimm mein Geld. Aus dem Weg. Gib her, gib her, gib her. Okay. Yay. Wow, ich bin reich. Mama, schau mal, ich bin Unternehmerin. Aber Bankraub ist kein sicheres Geschäftsmodell. Komm mit, ich zeig's dir. Ich habe einen Limo-Stand eröffnet. Wow, ich bin sehr stolz auf dich. Du bist fantastisch. Warte, du hast Kunden. Es ist genug für alle da. Das wird ein anstrengender Tag. Wer bekommt als nächstes? Machen wir sie gemeinsam bei drei auf. Wow, seh dir diese Eiskugeln an. Wie krass, ich habe Formsand bekommen. Mit diesem Stock werde ich sie zerquetschen. Okay. Und ich gebe noch eine Kugel dazu. Also gut, dann kippe ich das mal aus dem Glas. Das ist perfekt geworden. Hm, ich freue mich schon darauf, das Eis zu essen. Und jetzt will ich es zerquetschen. Wow, es zerbröselt einfach. Unglaublich, das ist voll cool. Oh, mein Eis ist geschmolzen. Jetzt ist es ganz flüssig. Igitt. Oh, ich bin enttäuscht. Also, kosten kann ich ja mal. Wow, okay, davon nehme ich ein Schlückchen. Ja, das ist köstlich, wie ich es erwartet habe. Können wir gucken? Wow, schau mal, die sehen echt köstlich aus. Nicht im Ernst, pinke Mikados? Ich raste aus. Und auch noch so viele. Ein ganzer Teller voll. Hallo, ich bin Mr. Schnurrbart. Ich wäre so ein guter Wolverine. Ich bin ein Walross. Kuckuck, kutschu. Gabi, du bist echt lächerlich. Trotzdem bin ich schon irgendwie neidisch, dass du mit deinen einfach so spielen kannst. Oh, ich weiß. Ich steck sie mir auf den Finger. Die sind so schwammig. Kissenfinger, Zeit sie zu verputzen. Schau mal, alle in einer Reihe. Lecker. Njam. 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 Guck mal. Yes! Auf Anhieb geschafft. Toll, das war schon beeindruckend. Danke, danke. Hey! Ja, ich habe die gleiche Idee. Lass es uns tun. Mikado-Essstäbchen und los geht's. Süßigkeiten benutzen, um Süßigkeiten zu verputzen. Genial. Und los. Ich wünschte, wir hätten mehr. Hey, warte kurz. Ich esse einfach meine Essstäbchen. Ach ja, habe ich total vergessen. Hier, lass uns die auch noch essen. So knusprig. Ich will den Knopf drücken. Nicht so schnell. Wir zählen aus. Ha, ich habe gewonnen. Ach, wie toll. Drück schon. Du bist doch nur neidisch. Oh, irgendwas passiert hier. Was ist das? Wow, das ist unfair. Es ist eine riesige Babyflasche. Wie das wohl schmeckt. Wie das wohl schmeckt. Das war echt gut. Probier mal.
Nein, danke. Halt für die nächste Runde? Dieses hier. Nein! Haha, jetzt wähle ich eine aus. Groß! Ich werde gewinnen, ich werde gewinnen. Ich hasse dieses Spiel. Wow, du bist dran. Also, das ist ziemlich enttäuschend. Ich wette, dafür wird meins viel interessanter. Tada! Wo ist meine große Überraschung? Soll das ein grausamer Scherz sein? Mein kleines Bonbon sieht da gar nicht mehr so traurig aus. Yum! Zuckersüß! So kann man sich freuen. Was soll ich denn jetzt essen? Ah! Entdeckung! Ah! Nein! Das ist unser Glückstag! Moment! Das war meine große Überraschung? Dann will ich eine Riesenhandvoll! Das ist meine Lieblingsrunde bisher! Hier steckst du, Quietscheentchen! Quack, quack, kleiner Freund! Was hat mein Koffer noch so zu bieten? Da ist es! Ich kaufe mir einfach Spaß! Jetzt muss ich etwas warten! Was machst du denn? Hey, sei vorsichtig! Du bist echt schräg! Das sollte reichen! Es hat geklappt! Na, sieh mal einer an! So cool! Das gefällt mir. Da gibt es so viel zu tun. Hey! Huhu! Was ist denn? Darf ich mal? Bitte? Nur zu. Sie darf nicht sehen, wo ich mein Geld habe. Ich habe genug Geld. Wie du meinst. Da ist es. Wow, sind das viele Teddybären. Konzentration. Die kommt jetzt in den Koffer. Hoffentlich klappt das. Wie aufregend. Hä? Was ist das? Das ist aber enttäuschend. Oder auch nicht. Du brauchst 2 Kartonstücke. Schneide ein Viereck davon aus. Lege sie übereinander. Male sie bunt an und runde die Ecken ab. Jetzt brauchst du einen weißen Stück Karton. Male einen Hasen darauf. Jeder Hase liebt Karotten. Oh, wie niedlich. Male ihn bunt an. Vergiss nicht die Karotte. Male nicht über die Linien. Das ist eine saftige Karotte. Schneide den Karton in Vierecke, etwa so. Dann legst du sie in den Kartonrahmen hinein. Lass ein Viereck frei. Jetzt kannst du die Stücke bewegen. Das ist ein tolles Puzzle. Echt tricky, aber so lustig. Geschafft. Den Koffer brauche ich nicht mehr. Gleich nochmal. Okay, klasse. Wer kann diese Aufgabe lösen? Hm. Ich. Wie wäre es mit Sunny? Ja, danke, dass Sie mich dran nehmen. Das ist hoch. Hier ist die Kreide, dann los. Sie werden nicht enttäuscht sein. Das höre ich gerne. Hm, das läuft richtig gut. Das ist gut. Ich bin fertig. Was soll das denn? Frau Lehrerin? Ist das ein Scherz? Also das muss einer sein. Dafür gibt es keine andere Erklärung. Und, alles richtig? Ich muss mir das anschauen. Also, interessant. Hier bin ich mir nicht sicher. Ich dachte, die Lösung ist 4. Und was soll das sein? Wieso? Das ist die Zahl 5. Ja, ich bin mir da nicht so sicher. Wie kann ich das korrigieren? Ich hab's. Zuerst brauche ich ein langes Stück Pappe. Da male ich die Zahlen drauf. Genau so. Die schneide ich dann aus. Und das verziere ich noch mit Perlen, damit es schön bunt ist. Genau das brauchen wir. Das ist eine Schablone für die Zahlen.
Wow, so cool! Eine richtig tolle Idee! Hier, nimm sie und versuch es mal. Ich leg sie an die Tafel. Und zeichne die Zahl ganz einfach nach. So geht's viel einfacher. Ach, hätte ich das schon früher gehabt. Ich wusste, dass das klappt. Ich bin fertig. Ausgezeichnet, Sunny. Du verdienst eine 1+. Ich bin sehr stolz auf dich. Wow, wirklich? Wow. Bereit? Dann öffnen wir gemeinsam. Oh, das sind irgendwie kleine Löffel. Guck mal, ich habe weiße und schwarze Eiskugeln. Ich hau direkt rein. Hey, warte, ich habe gar keinen Löffel. Wenn da nicht jemand wäre, der dir helfen könnte. Na klar, sie hat Löffel. Und zwar ganz viele. Sie wird nichts dagegen haben, wenn ich mir einen ausleihe. Nein, nicht so schnell, mein Herr. Diese Löffel gehören alle mir und nur mir allein. Okay, na schön. Also hör zu, ich gebe dir was von meinem Eis für einen deiner Löffel. Okay, da bin ich dabei. Hier bitte. Und hier dein Eis, wie ausgemacht. Und nichts da. Ich nehme das wieder an mich. Was machst du da? Sorry, not sorry. Ich mag Eis einfach zu sehr. Du bist so gemein. Ha, gewonnen. Du bist so eine Heususe, ey. Hey, guck mal lieber, was mit deinem Löffel passiert. Weil der gerade in deinen Händen schmilzt. Hä? Es hat sich in Sorbet verwandelt. Oh, aber ich wollte schwarze und weiße Eiskugeln. Und schau, wie klebrig jetzt meine Hand ist. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ist doch jetzt viel besser. Ist mir egal. Jetzt habe ich beide Desserts. Die Löffel waren die ganze Zeit essbar. Und ich brauche keinen Löffel, um Eis zu essen. So gut. Dieser Koffer besteht aus feinstem Gold und Silber und beinhaltet sehr teure Simple Dimples. Das ist so cool. Da bist du neidisch, was? Oh, das macht echt Laune. Das könnte ich ewig spielen. Echt lustig. Oh, das sieht spaßig aus. Du hast noch nicht alles gesehen. Jetzt füge ich noch etwas Glitzer hinzu. Damit fülle ich die Dimples. Das sollte erstmal reichen. Jetzt drücke ich drauf. Das ist toll. Den Koffer sollte ich immer dabei haben. Schaust du her? Mach das nochmal. Wie du willst. Silber, das ist eine meiner Lieblingsfarben nach Gold. Juhu. Ein letztes Mal noch, weil es so lustig ist. Zu Hause habe ich einen Glitzerraum. Sie hat so ein Glück. Hm, was ist das? Vielleicht kann ich mit dem alten Papier Spaß haben. Lege ein Blatt Papier vor dich auf den Tisch. Lege eine Klebebandrolle auf das Papier und fahre sie nach. Nimm sie weg und male ein Emoji-Gesicht in den Kreis. Male dein Lieblings-Emoji. Vergiss nicht, bunte Details hinzuzumalen, damit es noch schöner aussieht. Schneide den Kreis vorsichtig aus. Mach oben einen Schnitt in den Smiley. Falte die Ecken übereinander, damit sich das Papier wölbt. Befestige es mit Klebeband. Schneide eine 8 aus dem Papier. Schneide die Kreise aus und befestige die Emojis daran. Lege eine weitere 8 obendrauf und befestige sie mit Klebeband. Mein Ei. Eigener Simple Dimple ist fertig. Das funktioniert super. Fröhlich? Traurig. Hey, das ist eine gute Idee. Wie sehe ich aus? Voll lustig. Echt cool. Mal sehen. Hier ist meine Wacke. Boom. Das ist eure nächste Challenge. Regenbogenwolken. Total lecker, oder? Dann fang gleich an. Was? Regenbogenwolken? Wolken kann man doch gar nicht essen. Da muss ich ganz schön nachdenken, um auf eine Idee zu kommen. Stopp. Kein Wunder, dass ich nicht denken kann. Okay, erzähl mir deine Idee. Du wirst sie lieben. Schau mal, wir können diese kleine Wolkenlampe nutzen. Was auf keinen Fall, die ist schrecklich. Okay, was ist deine Idee? Ganz einfach, wir suchen uns eine Wolke, fangen sie und ziehen sie zu uns runter. Hm, ich glaube, das könnte klappen. Also gut, diese Idee hat gewonnen. Ja, ich denke, dass ich das auf jeden Fall hinkriege. Muss nur noch den passenden Anzug anziehen. Helm ist aufgesetzt und ich bin bereit, eine Wolke zu fangen. Bis später. Tschüss. Und was mache ich jetzt? Ich muss mir was ausdenken. Ich hoffe, mein Gehirn lässt sich was einfallen, das ich machen kann. Wow, warum ist es hier so dunkel? Und leer? Ich habe Hunger. Oh, hey, da ist ja was zum Essen. Ich liebe Waffelsandwiches. Oh, das riecht so gut. Hm, ach ja, das war nur in meinem Kopf. Aber warte mal, ich weiß, was ich mache. Ich gieße ein bisschen Teig in jede Schüssel. Mmm, das wird lecker. Das weiß ich jetzt schon. Aber ich brauche auch noch Farbe. Darum geht's ja hier. Rot kommt in diese Schüssel und dann schön umrühren. Ich mache auch blau, gelb und lila. Schon fertig. Der Teig ist bunt und bereit für den nächsten Schritt. Ich schöpfe einfach was von dem Teig ins Waffeleisen. Aber nicht zu viel. Ich will ja eine Regenbogenwaffel machen. Da müssen also auch noch die anderen Farben rein. Fertig.
Und jetzt lassen wir die Waffel backen. Tada! Meine Regenbogenwaffel ist fertig. Und jetzt noch Schlagsahne. Ich habe kleine Wolken auf meinen Regenbogen gemacht. Streusel müssen auch drauf. So viele lustige Farben auf dem Teller. Das gefällt mir. Okay, das sollte jetzt reichen. Ich bin fertig. Juhu! Wow, ich glaube, das ist das Beste, was ich je gemacht habe. Oh, du bist schon zurück von der Wolkenjagd. Wie lief's denn? Super, schau dir meine Wolke an. Hey, wo ist sie hin? Mist. Wow, hast du die Regenbogenwaffel selbst gemacht? Gib schon her. Kaum zu glauben, dass du die ohne mich gemacht hast. Schmeckt aber gut. Warte, die ist eigentlich für... Naja, du kannst sie haben. Gute Arbeit, alle beide. Okay, was glaubst du, ist da drunter? Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Machen wir sie auf. Oh mein Gott, guck dir das an. Das sind Gummischlangen mit süßen Streuseln drauf. Ich glaube, die sind der Wahnsinn. Und los geht's. Ich hau gleich mal rein. Oh, ich liebe Gummischlangen. Wow, diese bunten Streusel sind so hübsch. Ava, warum spielst du damit so rum? Das ist voll dumm. Was? Das ist nicht dumm. Ich zeig's dir. Du denkst also, mit Gummischlangen zu spielen wäre dumm? Dann verdienst du deine vielleicht gar nicht. Hey, was machst du da? Hör auf damit. Haha, hab ich dich. Was? Auf gar keinen Fall. Das ist meine Schlange. Du kriegst sie nicht. Gib sie zurück. Nein, du musst schon mit mir darum kämpfen. Ich muss nur noch fester ziehen. Ah, deine ist gerissen und du bist umgefallen. Oh, haha, whatever. Aber krass, diese Schlangen kann man schön dehnen. Mm, die sind auch lecker, gummig und knusprig. Du hast recht, die sind gut und so dehnbar. High five für diese Köstlichkeiten. Kann ich anfangen? Na klar. Eine Gelee-Limo. Ganz in blau. Los, probier mal. Gute Idee. Wow. Das schmeckt genial. Warte, was ist das denn? Hey, hast du gerade Schnee gemacht? Ein cooler Trick. Mal sehen, was ich habe. Sieht vielversprechend aus. Schau mal, ganz in Rot. Mmh, echt lecker. Oh, warte. Schau mal. Ich wünsche mir etwas. Glaubst du daran? Das ist doch albern. Mal sehen, was jetzt passiert. Ich könnte das jeden Tag essen. Hä? Mir wird ganz heiß. Wahnsinn, ich bin ein Feuermagier. Wie praktisch, ich habe Marshmallows dabei. Grillst du die Marshmallows etwa an meiner Feuermagie? Endlich warst du mal hilfreich. Schmeckt echt gut, danke. Unerhört. Das war eine tolle Challenge. Einmal geht noch. Hey, nicht zu viel, sonst wird dir übel. Hör auf, bitte. Oh, mein ganzer Körper glüht. Ich bin unbesiegbar. Das haben wir gleich. Das Feuer wird gelöscht. Hoffentlich klappt das. Nein, mein Feuer wird gelöscht. Hör auf, ich war so mächtig. Warum hast du das gemacht? Die Flammen sind dir über den Kopf gewachsen. Du bist so eine Spielverderberin. Hier, für einen kühlen Kopf. Das brauche ich nicht. Das auch nicht. Nope. Immer her damit. Yes! Aha, reich sein macht echt durstig. Das ist interessant. Wofür das wohl gut ist? Der Eisstiel wird bestimmt nützlich sein. Ich habe eine Idee. Fülle die Form mit Wasser. Gib Lebensmittelfarbe hinzu. Rühre das alles gut um. Fülle jede Form mit Wasser und Lebensmittelfarbe. Dann steckst du einen Eisstiel in jede Form. Das kommt jetzt in den Gefrierschrank. Warte, bis alles gefroren ist. Das sieht toll aus.
Die muss ich sofort ausprobieren. Die soll man aber nicht essen. Damit malt man auf Papier. Zuerst male ich einen Kreis. Und ein paar Striche ringsherum. Das habe ich verdient. Echt lecker. Was machst du da? Hast du noch nie Eis am Stiel gegessen? Okay. Malen hat mir schon immer gefallen. Eine kleine Wolke. Ich wage einen kleinen Schleck. Oh, das schmeckt gut. Oh, warte mal. Lass uns das mit Limo runterspülen. Ui, danke. Das riecht so gut. Das ist es. Du brauchst eine leere Glasschale. Darin gibst du Gelatinepulver und Limo. Du brauchst nicht viel von der Gelatine. Jetzt gut umrühren. Rühre um, bis sich die Gelatine auflöst. Nun füllst du eine Spritze mit der Mischung. Dann brauchst du ein sauberes Poppet. Wir füllen das Poppet mit der Limo-Mischung. Fülle jeden Kreis auf und achte darauf, dass nichts daneben geht. Warte, bis die Mischung fest ist. Wenn sie fest sind, hast du leckere Snacks. Und was sagst du? Wow, die sehen toll aus. Bedien dich. Mal sehen, wie die schmecken. Sowas von gut. Öffne deins auf drei. Oh mein Gott, schau dir diese tolle Auswahl an. Ein fancy Drink und ganz schön viele Beilagen. Wow, das sind Streusel und Marshmallows, sogar Zuckerwatte und Gummibärchen. Die riechen auch gut. Hey, mach deins auf, Gabby. Ja, ich habe das Gleiche, ein Drink mit Accessoires. Gummibärchen und Jellybeans, Zuckerwatte, genau wie du. Und alles ist so hübsch. Ich liebe das hier. Okay, ich nehme mir auch erstmal einen Drink. Ich beginne mit diesen kleinen goldenen Sternchen. Und natürlich auch ein paar goldene Streusel. Es sieht jetzt schon so wunderschön aus. Jetzt noch die Zuckerwatte. Wow, das ist so schnell geschmolzen. Oh mein Gott, das war fantastisch. Ich mache bei mir auch Zuckerwatte rein. Aber ich brauche viel mehr als nur so ein kleines Stück. Wissenschaft ist einfach toll. So, ich und meine Zuckerwatte sind bereit. Rein damit. Oh mein Gott, schau dir das an. Es löst sich einfach sofort auf. Das ist so, so cool. Mach weiter, immer rein mit der Zuckerwatte. Nur noch ein kleines Stück. Los, los, los. Und fertig. Das war alles. Und jetzt können wir die Drinks probieren. Ich fange mal mit einem kleinen Schluck an. Oh mein Gott, es ist super lecker und köstlich. Guck nur mal ganz kurz. Die tausche ich aber auf jeden Fall aus. Geschafft! Sie wird es nie herausfinden. Sind wir denn mal bereit? Komm, lass uns gucken. Oh. Ich habe Eiscreme. Ich kann es kaum erwarten, das zu probieren. Das wird so himmlisch schmecken. Ich weiß es einfach. Oh mein Gott. Wow, schau mal, so viele Süßigkeiten. Oh, es wird irgendwie kalt. Was du nicht sagst. Saukalt. Oh mein Gott, hier. Du musst dich aufwärmen. Und eine Mütze. Das wird helfen. Oh, danke. Schon viel besser. Okay, zurück zu meinem Eis. Hey, warum hast du es mir weggenommen? Kommt nicht in Frage, du hattest schon genug davon. Wenn du was anderes Süßes willst, du kannst die hier haben. Okay, na gut. Ich denke, die kann ich auch naschen. Die sind richtig gut, oder? Super gut, ich kann gar nicht aufhören. Cool, ich gönne mir auch noch eine Handvoll davon. Hey, es ist leer. Oh nein, da ist nur noch eins übrig. Du kannst es haben. Nein, nein, schon okay, nimm du es. Okay. Oh, schau mal, was ich kann. Wow, das ist ja der Wahnsinn. Fertig. Und hier, ein Geschenk für dich. Wow, vielen, vielen Dank. Hey, wieso steht hier diesmal nichts? Ja, ich kapier's auch nicht. Hier gibt's gar nichts. Warte, ich weiß, was wir tun könnten. Oha,
schau einer an. Du siehst toll aus. Wow. Danke, ich habe dieses Outfit immer dabei. Aber jetzt muss ich den fehlenden Schatz finden. Aber das ist eine Karte von der ganzen Welt. Wie soll die helfen? Heureka, ich weiß genau, wo er ist. Ich habe mein Lasso dabei. Willst du das sehen? Erst schwingen und dann werfen. Erwischt. Komm schon, hilf mir ziehen. Oh, zieh fester. Los. Wir haben's. Puh, das war ganz schön anstrengend. Jetzt machen wir das auf und sehen, was drin ist. Warte, was ist mit mir? Ich habe immer noch nichts. Ach, na gut. So, bist du jetzt zufrieden? Willst du mich verarschen? Wow. Jetzt geht's los. Wie cool. Ich habe einen Wassermelonen-Gummilolli. Wie bitte? Unfassbar, dass du den bekommen hast. Der sieht voll lecker aus. Das stimmt. Ich hau rein. Oh mein Gott, der ist so gut. Toll, ich hoffe, ich habe auch einen. Oh, ich habe Wassermelone. Juhu. Ja, das ist blöd. Ich bin froh, dass ich die nicht habe. Ich bin es langsam leid, nur Wassermelone zu essen. Hey, vielleicht kann ich dir ein bisschen aufpeppen. Also gut, ich habe die Melone, ein Messer und eine Schüssel. Ich gebe die kleingeschnittene Melone in die Schüssel. Und dann zerdrücke ich alles mit einem Löffel. Das sollte reichen. Jetzt gieße ich das in diese Eisform. Neben dem Saft kommen auch ein paar Wassermelonenstücke rein. Und dann muss ich nur noch den Stiel reinstecken. Oh, ich verstehe schon, was du da machst. Clever. Okay, die müssten jetzt gefroren sein. Und schon habe ich mein eigenes Wassermeloneneis. Wow, das sieht echt gut aus. Na gut, du bekommst auch eins. Hier hast du's. Du hast Glück, dass ich so nett bin. Ja, die nächste Challenge. Warum machst du nicht zuerst auf? Mach doch du dieses Mal zuerst. Warte, ich? Wirklich? Oh mein Gott, ja, ich will so gern. Oh mein Gott, siehst du das? Ein ganzer Kuchen. Und der ist mit Keksstücken und ganzen Donuts verziert. Ist doch nicht zu glauben. Weißt du was? Ich will da jetzt sowas von reinhauen. Wow, ich glaube, das ist das Beste, was ich je gegessen habe. Ja, das sieht wirklich gut aus, sogar von hier drüben. Ich kann nicht aufhören. Wow, du hast ja das ganze Ding auf einmal verschlungen. Aber ich kümmere mich jetzt um meins. Wow, ich habe auch eine Torte. Mit Donuts und Süßigkeiten obendrauf. Sind das Marshmallows? Ja, tatsächlich. Praktisch ein ganzes Sammelsurium an süßen Leckereien. Hm, ich wette, es schmeckt genauso gut wie seins. Die wird ewig brauchen mit dem Löffel. Ich helfe ihr mal besser. Ich klaue mir einfach ein Stück aus der Mitte. Sie schaut gerade nicht hin. Oh ja, wow, das sieht wirklich lecker aus. Sie kriegt das gar nicht mit. Schnell runter damit. Ah, gleich noch ein Stück. Hä? Was ist das? Da fehlt ja ein riesiges Stück. Und ich weiß auch schon, wer das war. Hey, du hast von meinem Kuchen genascht. Was? Ich? Von deinem Kuchen? Nein. Naja, ist mir egal. Ich probiere jetzt was von der Verzierung. Ich liebe Marshmallows. So süß. Das sieht wirklich gut aus. Ich nehme mir einfach noch ein bisschen. Komm schon. Ja, und schnell ab in den Mund. Hä? Was ist hier los? Hey! Ich kann's nicht fassen. Du hast über die Hälfte meines Kuchens gegessen. Hä? Was? Ich? Natürlich war ich das nicht. Ich würde so etwas niemals tun. Ich schwöre. Du schwörst? Tja, deine Zähne erzählen was ganz anderes. Hä? Was meinst du? Hier, schau dich an, Kuchendieb. Haha, siehst du? Hab ich dir ja gesagt. Nächste Runde. 1, 2, 3. Oh mein Gott, cool. Götterspeise, lecker. Ich hab dasselbe nur in Blau. Wahnsinn. Hey, ich hab eine Idee. Schutzbrillen auf. Möge das Experiment beginnen. Ich schenke zuerst Limo ein. Gute Idee. Jetzt noch etwas Zuckerpaste in den Mund. So lecker. Das mache ich auch. Noch ein bisschen. Es fehlt noch Zuckerbrause. Ob das gut schmeckt? Hinein mit dir.
Und schütteln. Mal probieren. Oh ja, das schmeckt himmlisch. Es fehlt noch etwas Zuckerbrause. Ich hab dich im Auge. Die letzte Zutat. Ich hab dich auch im Blick. Und fertig. Na dann, zum Wohl. Mmh, so prickelnd. Mann, ist die durstig. Lecker. Ein genialer Cocktail. Absolut. Und man kann sogar das Glas essen. Halt! Wer als erstes fertig ist? Ich will diese Challenge gewinnen. Madison hat keine Chance. Fertig! Gewonnen! Sie ist so eine Fressmaschine. Juhu! Was bekomme ich als Sieger? Oh, wow! Es regnet Süßigkeiten. Das ist ein toller Preis. Hey, hast du das auch gehört? Zum Glück habe ich mein Cappy dabei. Womit habe ich das verdient? Trostpreis gefällig? Oh, danke. Das sieht aus wie Rotze und Popel. Krieg. Ich werde dich besiegen. Ja, hab dich erwischt. Ich hab gewonnen. Ha. Oh, schau. Das überrascht niemanden. Es gibt Wassermelone. Ja, das ist übel. Mal sehen, was ich hab. Mann, ich hab auch nur normale Wassermelone. Naja, was soll's. Wir haben genau das Gleiche bekommen. Wo bleibt da der Spaß? Dann können wir sie auch gleich essen. Aber weißt du was? Wir packen sie auf. Die Chefköchin ist da. Schau einfach zu, was ich mache. Ich habe hier drei Schüsseln. Was? Warum? Was hast du mit denen vor? Schau einfach zu, du wirst erstaunt sein. Zuerst muss ich sie hier eintunken. Ja, das ist Sojasauce. Beeindruckt? Als nächstes kommt sie ins Mehl. Wichtig ist, dass sie komplett bedeckt wird. Das sollte reichen. Sieht gut aus. Zum Schluss in die Semmelbrösel. Tada! Das läuft ja super. Ich brauche nur noch eine Sache. Ja, ein Mini-Grill. Perfekt. Ich lege die einfach rein und schließe den Deckel. Ich verstehe das nicht. Das kommt mir irgendwie komisch vor. Du wirst es gleich sehen. Es ist fertig. Schau dir diese knusprige Köstlichkeit an. Und jetzt probiere ich sie. Oh, wow, 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 wow. Das ist köstlich. Das ist das Beste, was ich hier gegessen habe. Na, dann ist ja alles klar. Ich werde das auch versuchen. Mal sehen. Ich fange mit diesem Stück an, denke ich. Okay, was mache ich damit? Ich habe eine Idee. Es ist Chefkochzeit. Ich nehme ein bisschen hiervon und ein bisschen davon. Ich muss es auch schön zart machen. Oha, du machst da eine ziemliche Sauerei. Okay, meine Wassermelonenscheibe ist fertig. Ich bin schon ganz aufgeregt. Jetzt geht's ans Grillen. Ich muss nur noch warten, bis sie gar ist. Wie auch immer, du hast mich mit Mehl vollgeschmiert. Oh, ich schau besser nach. Oh, Igitt, ich hab's total verbrannt. Oh, du armer kleiner Koch. Gut für dich, dass ich eine zweite gemacht habe. Hier, bitte sehr. Wow, vielen Dank. Du bist die Beste. Ich weiß. Oh, auf ein leckeres Ei will niemand verzichten, vor allem nicht zum Frühstück. Okay, macht mir ein paar Eier. Eier? Wirklich? Ugh, das klingt gar nicht lustig. Na, lass uns erstmal nachgucken, was hier drunter ist. Echt jetzt? 1, 2, 3, 4, 5? Okay, ich hab's. Und weg ist sie. Hm, was mache ich mit dieser Challenge? Oh, ich habe eine Idee. Allerdings brauche ich ein paar Zutaten. Hallo? Ja, eine Lieferung. So schnell es geht, bitte. Oh, da ist sie ja schon. Schön, dass es so schnell ging. Okay, ich habe meine Eier. Die muss ich aufschlagen. Und das Eigelb vom Eiweiß trennen. Jetzt gieße ich das Eiweiß in meine kleine Vorrichtung. Und gebe ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe dazu. Das rühre ich mit einem Holzstäbchen um. Fertig. Was für ein schöner Blauton. Dann kommt dieses kleine Ding da rein und der Deckel oben drauf. Der muss für den nächsten Schritt richtig zu sein, denn das ganze Teil kommt jetzt in einen Topf mit Wasser. Das Wasser muss kochen, damit das Eiweiß gar wird. Natürlich ist es nicht mehr weiß, weil ich es ja eingefärbt habe. Machen wir eins auf und gucken, wie es geworden ist.
Wow, schau dir das an. So blau. Und das Herz hat seine Form behalten. Jetzt kann ich das Eigelb dazu gießen. Aber auch das Eigelb muss gegart werden. Also ab zurück in den Topf damit. Das sollte reichen. Holen wir sie raus. Los geht's. Super, sie sind perfekt geworden. Ich hole sie alle raus und lege sie auf die Teller. So viele Farben und Formen. Das ist toll. Das sind definitiv Regenbogeneier, genau wie sie wollte. Wow, die sehen toll aus. Augenblick mal. Hä? Huh? Komm schon, du dummer Vogel. Hey, guck dir den Vogel an. Wir sollten Regenbogeneier machen und kein Vogel? Hä? Huh? Eier? Oh, das Memo habe ich nicht bekommen. Egal, ich habe jetzt diesen lustigen Vogel. Okay, hab das Gefühl, dass ich wieder Glück habe. Warte kurz. Wir machen es zusammen auf. 3, 2... Eieiei, 1! Ja, eins meiner Lieblingsspeisen. Milch und Kekse. Lecker. Sieht so knusprig aus. Hey, ich fass es nicht, dass du mich so verrätst. Oh. Ich wollte mit dir zusammen aufmachen. Whatever. Oh cool, ich habe auch Nachtisch mit Getränk. Makronen und Saft. Das ist so schön bunt. Pfh, wer will schon Regenbogengebäck? Schokokekse und Milch sind viel nicer. Schokokekse und Milch. Oh hey, du verletzt meine Gefühle. Ich bin ja so wütend. Meine Kekse wurden beleidigt. Ich raste aus. Ich verrate dir ein Geheimnis. Deine Kekse sehen schrecklich aus. Oh, jetzt zeige ich dir. Was hältst du von diesem Move? Kann ich auch. Dann probier doch mal das hier. Du meinst diesen Move, den du so cool findest? Pippi einfach. Na gut, na schön. Dann kommt jetzt mein Super-Move. Nimm das. Ernsthaft? Das ist dein Super-Move? Naja, egal. Ich verschwende nicht noch mehr Moves bei dir. Moment mal, der Keks. Natürlich, so werde ich sie schlagen. Hey, juhu. Hier drüben. Toll, meine Makrone kannst kaum erwarten. Na gut, die ganze Creme auf einer Seite. Voila, perfekt geteilter Keks. Das soll dein super toller Move sein? Kann ich schon lange. Oh nein, meine Makrone ist voll zerquetscht. Deine Makrone war wohl doch zu fein für meinen ultimativen Move. Nein, ich kann das auf jeden Fall. Pass auf. Warte, ich habe noch mehr übrig. Nein, die gehen immer einfach kaputt. Tja, das hast du davon. Hab ich dir doch gesagt, du kannst das nicht. Und jetzt meine Belohnung. Ab mit euch ins Milchbad. Mh, so gut. Das sind immer noch meine Liebsten. Ja, eine sehr gute Kombi. Kekse mit Milch. Naja, bestimmt schmecken meine immer noch gut. Dann probiere ich es halt einfach. Aber die fallen einfach auseinander. Das ist unfair. Nächste Challenge. Mach nur, öffne deins zuerst. Was ist das? Ich check's nicht. Ich denke mal, es ist ein Ballon oder sowas. Ich habe auch einen Ballon. Einen goldenen. Ist doch irgendwie lustig, wie der hüpft, oder? Boing, boing. Hey, warte. Ich hab's. Wir schauen nach, was drin steckt. Oh yeah, zerplatz ihn mit dem Zahnstocher. Bereit? Und los geht's. Boom. Wow, schau mal, es ist ein goldener Ball. Wow, das habe ich nicht erwartet. Lass mich mal nachzerplatzen, komm schon. In meinem war auch ein Ball drin. Wow, das ist so cool und so schön federnd. Die sind schön sauber und irgendwie weich. Und es macht Spaß, damit zu spielen. Kein Scherz, meiner ist super hüpfend. Bist du bereit, sie auszuprobieren? Yep, ich bin bereit, wenn du es bist. Los geht's. Ha, irgendwie anders, als ich dachte. Aber gut. Oh, okay. Dann beiß ich jetzt auch in meins rein. Mh, das ist so gut. Ich kann nicht aufhören. Köstlich. Hey, cheers. Cheers auf riesige Gummibälle. Ich liebe teure Autos. Papi hat mir versprochen, mir so eins zu schenken. Und so eins. Bis es soweit ist, spiele ich mit diesen. Rum, da blitzen sie los. Oh nein, pass auf. Seht nur. Wow, ein Einhorn. Das ist echt cool. Ich weiß,
Na, warte du! Wie komme ich an mein eigenes Einhorn ran? Huh? Wie benutzt man diese Dinge? Verwandelst du mich in einen Frosch? Nein? Vielleicht später. Zuerst muss ich das hier machen. Sei nicht so neugierig. Huh, was ist hier drin? Oh, gee. Das war keine gute Idee. Mehl? Och, Menno. Du siehst lächerlich aus. Was soll's? Moment mal. Seit wann habe ich diese Ballons? Oh ja, das ist es. Das bringt mich auf eine Idee. Du brauchst einen Ballon. Und einen Trichter, den du so hinstellst. Stülpe den Ballon über den Trichtereingang. Dann drehst du den Trichter um. Nun brauchst du etwas Mehl. Fülle das Mehl mit Hilfe des Trichters in den Ballon. Das sollte reichen. Klopfe auf den Trichter, damit das Mehl in den Ballon geht. Nimm den Trichter ab und knote den Ballon zu. Zieh den Knoten fest zu. Mit einer Schere schneidest du den Ballonzipfel ab. Wiederhole das mit Ballons in anderen Farben. Dann brauchst du Seifenwasser. Lege die Ballons in die Schüssel. Bewege sie im Wasser, damit sie schön nass sind. Nimm die Ballons heraus und trockne sie. Sei vorsichtig. Wir wollen nicht, dass die Ballons platzen. Soweit, so gut. Drücke die Ballons vorsichtig zusammen und sie werden aneinander kleben. Das hat funktioniert und fühlt sich richtig lustig an. Wer braucht schon teures Spielzeug? Von wo hat sie das denn? Das sieht cool aus. Wenigstens habe ich meine Autos. Brumm, brumm. Das Spiel ist toll. Piu, piu, ich bin der Beste. Sehr schön, Schätzchen. Hey, es ist noch nicht vorbei. Juhu, das ist eine ernste Angelegenheit. Hier ist eure nächste Challenge. Ziemlich beeindruckend, was? Wow, ich will's haben. Der Maßstab könnte knifflig sein. Schaut euch das an, unglaublich. Ich bin verliebt. Du bist mein bester Freund. Oh, also das ist die Antwort? Ich werde das richtig genießen. Mmh. Wow, dieses Leben wäre perfekt. Ha? Mama hat schon angefangen? Lass mich mal sehen. Du versperrst mir die Sicht, Schatz. Ich muss mich beeilen. Aber ich arbeite nicht gut unter Druck. Okay, Konzentration. Ich fange mit dem Kreis an. Das ist schon mal gut. Oh-oh, Moms Zeichnung ist ziemlich gut. Viel besser als meine. Ah, ich brauche eine Lösung. Ha, ich habe einen Plan. Aber ich muss raffiniert sein. Ich mache ein Foto von dem Kaugummi. Geschafft. Dann kann ich es ausdrucken. Wow, hat geklappt. Und niemand wird es erfahren. Schau, Mom, wie findest du's? Was? Das ist wirklich gut. Da ist mir mein Bild ja regelrecht peinlich. Aber ich habe mein Bestes getan. Ich habe nur kurz die Augen zugemacht. Zeigt mir eure Zeichnungen. Bitte nimm mich. Chris bekommt den Punkt und gewinnt den Kaugummi. Wow, was für ein Tag. Ich werde dich für immer lieben. Oder bis ich dich esse. Gute Arbeit. Das war eine tolle Zeichnung. Oh, Moment. Du hast geschummelt. Du hast nichts gesehen. Ich bin enttäuscht von dir, Chris. Schere, Stein, Papier. Oh, Mist. Ich habe verloren. Ja, ich fange an. Ich werfe erstmal einen kurzen Blick drauf. Eine Schlange. Nimm sie weg von mir. Nein, nee, lauf weg, lauf. Sie bewegt sich nicht. Warte mal. Es ist gar keine echte Schlange. Das beruhigt mich schon mal. Warum öffnest du deins nicht? Klar doch, okay, los geht's. Ah! Oh, kurzer Schock. Aber lass mich mal genauer hinsehen. Ja, das ist eine Gummischlange. Sie ist lecker. Wow, die sieht wirklich ziemlich lecker aus. Mist, ich werde sogar ziemlich neidisch. Es reicht. Ich esse das andere Ende der Schlange. Hey! Hey, was soll das? Das ist meine Schlange. Besorg dir deinen eigenen Gummismack. Autsch, das hat wehgetan. Au, mein Rücken. Das war deine Schuld. Gut, dass ich noch was von der Schlange übrig habe. Bereit? 1, 2, 3. So aufregend.
Wo ist es? Schau, Justin. Ich nehme das. Wow, nicht nochmal. Justin, ernsthaft, hör auf. Stell das Glas wieder hin. Entspann dich. Ich drücke den Knopf nochmal. Wow, das ist genial. Drück nochmal. Nochmal. Das ist toll. Echt beeindruckend, was? Ja, total. Gib mir mal den Knopf. Schau her. Hä? Wow. War ich das? Wie cool. Das ist wie ein Goldfischglas. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Kanne mit Erdbeermilch. Ich gieße sie in das Glas. Wir brauchen echt viel, um das zu füllen. Schau nur. Ich habe Großes vor damit. Das ist aber ein großes Glas mit Milch. Oh, warte. Lass uns Sahne dazugeben. Das wird genial. Okay, und nun? Marshmallows natürlich. Die kommen oben auf die Creme. Sie sorgen für etwas Süße und Farbe. Du bist dran. Wie wär's mit Zuckerwatte? Das ist wie eine leckere Wolke. Ich zerrupfe es und lege es auf die Marshmallows. Wow, das ist großartig. Aber wir sind noch nicht fertig. Wir sollten es mit Süßigkeiten bestreuen. Die hier mag ich am liebsten. Sie sorgen für etwas Biss. Und ich habe ein paar Schokoladenstäbchen. Rein damit. Mein Zahnarzt wäre echt sauer, wenn er das sehen könnte. Ich denke, das ist alles. Eine letzte Sache noch. Ich stecke einen Strohhalm in die Mitte. Und jetzt können wir es trinken. Wow, das ist wie eine Party in meinem Mund. Ich will auch probieren. Ich will mehr. Justin? Irgendwas stimmt hier nicht. Was ist hier los? Wow, ich glaube, ich lasse es lieber. Das ist echt komisch. Das ist verrückt. Ich bin riesig. Alles okay? Ich muss irgendwas tun. Ich drücke den Knopf. Mal sehen, was passiert. Wo ist das Glas hin? Es ist hier oben. Oh, es ist so klein. So lecker. Justin, komm zurück. Ich mein's ernst. Warte, ich schrumpfe. Wow. Jo, was für eine Erleichterung. Ich bin froh, wieder normal zu sein. Ja, schau nur nicht in den Spiegel. Hä? Hast du was gesagt? Ah, vergiss es. Back es ja nicht. Warum? Das war lecker. Gut, dann mache ich später einen neuen. Für die nächste Challenge. Wow, schau dir diesen Kaugummistapel an. Hä? Ich habe nur ein Stück. Oh, das ist ja mal gar nicht fair. Ava, dieser Kaugummi ist köstlich. So lecker. Ich will mehr. Was? Mann, das ist gar nicht fair. Na, dann esse ich wohl mal mein Stückchen Kaugummi. Autsch, ich habe nur ein Stück und dann ist es auch noch steinhart. Warte, eine Idee. Ha, diese Fake-Zähne werden mir beim perfekten Streich helfen. Ich nehme einfach diesen falschen Zahn und jetzt mache ich ihn mit dem Kaugummi bekannt. Nur noch ein bisschen. So, der Streich ist vorbereitet und bereit. Das ist wahrscheinlich der beste Streich, den ich je gespielt habe. Und es geht los. Oh, sie hat das falsche Stück genommen. Oh, sie braucht ja ewig. Muss wohl noch was warten. Jetzt hat sie es. Zeit, dass der Streich beginnt. Au, was ist das? Warum war das so hart? Oh mein Gott, ein Zahn. Mein Zahn. Ha, wie witzig. Guck, Gabi, keine Sorge, siehst du? Ha, das ist gar nicht mein Zahn. Oh. Ha, ha, du bist schrecklich. Oh, schau. Ein großes Stück Wassermelone. Wow, ich habe auch Wassermelone. Sie ist so matschig und spaßig. Das gefällt mir. Wow, ich mache das nochmal. Das macht Spaß. Siehst du das?
Ist das nicht lustig? Für mich wird es Zeit, Wassermelone zu essen. Hm, sie hat viele Kerne. Ugh, noch mehr Kerne. So kann ich sie kaum genießen. Trotzdem, sie ist saftig und süß. Jetzt nur noch diese Kerne loswerden. Ah, pass auf, wohin du zielst. Ich sitze hier. War's das? Ich glaube, ja. Nimmt mir das jemand ab? Ich will was Besseres. Danke. Ist schon besser. Hm, Gelee. Wow, sie dehnt sich so weit aus. Oh, ich habe sie auseinandergerissen. Hä? Was hat sie denn da drüben? Hm, mein Gummi. Bereit? Lass sie uns aufmachen. Oh, guck dir den pinken Drink an. Der ist in einer Glühbirne. Du hast auch einen. Oh. Der ist voller goldener Wirbel. Oh. Oh, hey. Meine hat auch glitzernde Wirbel. Ich werde meinen auch umrühren. Das ist so hübsch. Okay, das reicht. Zeit, einen Schluck zu probieren. Mm, das ist der beste Drink ever. Neidisch? Nein. Ich habe doch auch einen schon vergessen. Und ich werde meinen mit diesem super Strohhalm ausschlürfen. Hä? Was macht Ava denn? Fast an meinem Mund. Hab's. Mm, so lecker. Und auch durstlöschend. Hey, was ist mit meiner Hand los? Oh, die ist voll schön. Ich lieb's. Wow, schau dich mal an. Wahnsinn. Das ist es. Ich muss auch mehr davon trinken. Schluss mit dem Strohhalm. Ich habe fast alles getrunken. Nur noch ein bisschen. Wow, Gabby, du trinkst echt viel. Hör auf, das ist viel zu viel. Ich habe alles getrunken. Viel zu hell. Du hast zu viel getrunken und jetzt strahlst du viel zu krass. Ist doch toll, oder? Ich liebe es. Es ist der Hammer. Hände so und mach dann das. Okay, ihr beiden. Schauen wir etwas fern. Oh, schaut euch das an. Nein, nein, bleib mir weg. Was machst du denn da? Ups, sorry. Wie wär's damit? Chris, mein Schatz, alles gut, schau nur. Da ist ein süßer Teddybär. Wow, ist der flauschig. Ich liebe diese Art von Bär. Das kann ich auch zeichnen. Guter Junge. Hm, so wird das nicht. Nochmal von vorne. Ich beginne mit dem Gesicht. Das ist schwerer, als ich gedacht hätte, wirklich. Oh, wie frustrierend. Mom, Vorsicht. Ich bekomme es einfach nicht hin. Ach, nicht aufgeben, Mom. Oh, ich habe eine Idee. Zuerst male ich eine 8. Dann zeichne ich einen Kreis um die obere Hälfte. Dann Ohren und Augen dazu. Und dazu noch einen kleinen Babybären. Das ist eine schnelle und einfache Art zu zeichnen und sie sehen toll aus. Ein Mami-Bär und Baby-Bär. Guck, Mom, ich hab's geschafft. Du bist so talentiert, mein Schatz. Wir können's teilen. Hey Leute, kommt, schaut euch das an. Oh mein Gott, goldene Ramen-Nudeln. Ich denke, ich werde gleich reinhauen. Mmh, sie riechen so gut und reich. Wow. Okay, ich schau mal, was ich da habe. Oh, das sind nur trockene Ramennudeln. Wie langweilig. Hallo zusammen, soll ich ein paar Edelsteine zu meinem Ramen geben? Oh, diese Ramen werden immer besser. Wie wär's mit ein paar Blattgoldstreuseln? Ich streue sie einfach direkt auf die Juwelen. Oh, diese großen Edelsteine sind wunderschön. Ich kann meinen Rahmen auch aufpeppen. Wer braucht schon Juwelen, wenn es Süßigkeiten gibt, oder? Da noch etwas von diesem hübschen Sirup drauf. Was für eine tolle Farbe. Und als Krönung gibt's Marshmallows. Okay, ist das Wasser heiß genug? Autsch! Yep. Dann schütte ich es zu meinem Rahmen zum Garen. Meine Stäbchen sind bereit. Und jetzt kann ich reinhauen.
Ich probiere sie jetzt. Mal sehen, wie sie schmecken. Okay, soll ich sie versuchen? Au! Au, 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 meine Zähne! Ich kann das nicht essen. Ich glaube, alles ist soweit. Und los! Hi, Leute! Heute habe ich ein tolles Gadget. Tatsächlich ist es einwandfrei. Wenn ihr gerne Rühreier esst, werdet ihr dieses Produkt lieben. Probieren wir es mal. Es ist ganz einfach. Legt das Ei in die Halterung und legt die andere Seite darauf. Versichert euch, dass es geschlossen ist. Wir wollen keinen Unfall. Dieser Ring verschließt alles sicher. Dann muss alles einmal geschleudert werden. Dabei werden auch noch die Arme trainiert. Puh, das macht echt Spaß. Schau, wie es abgeht. Okay, ich denke, das sollte reichen. Schau sich das einer an. Ein echtes Must-Have. Es spart Mühe und Zeit. Ich bin begeistert. Dein Ernst? Ach, egal. Die Leute kaufen echt alles. Ich habe einen besseren Weg, meine Eier zu schlagen. Ich schüttle sie einfach. Okay, schauen wir nach. Hä? Ich dachte, das würde funktionieren. Ich versuch's nochmal. Mach gefälligst, was ich dir sage. Ich bin ein Profi. Ups. Räume ich später auf. Aber dieses Mal, ich spüre es. Okay, und los. Oh, komm schon. Ah! Blöde Eier. Okay, dann gibt's nur eine Lösung. Ich brauche einen Eierschleuder. Das ging aber schnell. Mal sehen, ob es funktioniert. Das war echt knapp am Gesicht vorbei. Wie geht das denn? Bei ihr sah das so einfach aus. Wow. Es hat echt funktioniert. Ah, leckere Eier. Was denkst du? Du oder ich zuerst? Wie wäre es mit Schere, Stein, Papier? Klar, warum nicht? Schere, Stein, Papier. Bäm, hab nur zwei Versuche gebraucht. Dann lass mal sehen, was ich hab. Ha, du hast gar nichts. Das ist mal was. Ha, Eigentor, dein Teller ist genauso leer wie meiner. Aber da muss es doch einen Trick geben. Ich guck mal drunter. Mist, auch nichts. Verstehe nur nicht, warum wir nichts bekommen haben. Wow, hast du das gesehen? Dieser Burger kam aus dem Nichts. Perfektes Timing. Krieg langsam Hunger. Und dein Burger klingt toll nach dem ganzen Süßen. Ja, ist ziemlich gut. Oh Mann, na toll. Ich will auch einen Burger. Oh mein Gott, siehst du das? Bei mir hat es auch funktioniert. Mein Burger ist so hübsch. Das Brötchen ist so schön rot. Mal sehen, ob es auch so gut schmeckt, wie es aussieht. Ein Burger ist immer gut. Hey, denkst du auch, was ich denke? Hä? Oh yeah, kapiert. Komm schon, Zaubertisch. Gib uns noch mehr zu essen. Komm schon. Oh, warum funktioniert das diesmal nicht? Vielleicht war es nur eine einmalige Sache und das war's. Naja, wir haben getan, was wir konnten. Oh mein Gott, was passiert hier? Ein Erdbeben? Schau, viel mehr Burger, als wir uns hätten vorstellen können. Fangen Sie. Das ist das Coolste. Wie viele kannst du fangen? Da ist einer. Hab ihn. Ich glaube, ich bin echt gut in dem Spiel. Einer für mich und noch einer für mich. Der beste Ring, den ich je gekostet habe. Hier, nimm das. Hey, das ist Cheaten. Hier kommt der Letzte. Hab ihn. Hm, die waren alle so gut. Oh, ich bin voll. Bei mir hört es gar nicht mehr auf. Vielleicht kann ich machen, dass es aufhört. Nein, stopp, habe ich gesagt. Hilfe. Hey, hört auf mit dem Burgerregen. Er wird noch lebendig begraben. Oh mein Gott, er ist weg. Keine Sorge, ich hab's rausgeschafft. Aber ich will erstmal eine ganze Weile keine Burger mehr sehen. Bereit? Dann Augen wieder zu. Yes, es hat nochmal funktioniert. Schaut aus, als wäre das wieder Kaugummi. Yes! Oh, deins ist in kleine Stücke geschnitten. Das riecht so gut. Fangen wir an. Lecker, das ist so gut. Ich habe so viele und die sind auch voll hübsch. Alles klar, ich werde die einfach alle nehmen und dann einfach ganz fest zusammenpressen. Yes! Schau mal, was ich für einen riesigen Kaugummiball gemacht habe. Alles klar, es ist wieder Zeit für Kaugummiblasen.
Wow, das ist eine beeindruckende Blase. Ich frage mich, wie groß ich die machen kann. Oh! Wow! Oh mein Gott, Ava! Das ist so lustig! Ach ja? Gut, vielleicht ist es Zeit für eine andere Art Challenge. Okay, ich fange an. Gib mir nur eine Sekunde. Lass dir Zeit, Gabi. Und hier kommt's. Oh, Mist, das war nicht so gut. Okay, ich probier's nochmal. Komm schon, Blase, werde größer. Oh, noch einmal. Ich schaff das, ich weiß es. Oh, upsi. Ist auch ganz schön weit geflogen. Also, dann bin ich jetzt wohl mal dran. Hey, Lippen, seid ihr aufgewärmt und bereit fürs Blasenmachen? Mal sehen, was du drauf hast, Ava. Na schön, ich bin bereit. Es geht los. Wow. Oh, warte mal, Ava. Ava? Ava, du fängst an zu schweben. Lass die Blase platzen. Ava, lass dich nicht von ihr wegtragen. Oh, sie ist weg. Was soll ich denn jetzt noch machen? Oh, was für ein Tag. Das ist ein schöner Platz zum Sitzen. Wow, hier ist es bezaubernd. Ich bin so gern in der Natur. Oh, so ein süßes Eichhörnchen. Hey, kleiner Kerl. Oh, darf ich dich zeichnen? Nicht bewegen. Ups, das war knapp. Sorry, ich brauche noch eine Minute. Vielleicht, wenn ich mich an die Bank lehne. Moment noch. Ach nee, das wird nix. Ich krieg's nicht gebacken. Warum muss das denn so schwer sein? Ah, das ist so frustrierend. Oh, die Pizza sieht aber lecker aus. Kann ich dir helfen? Hi. Könnte ich die Schachtel haben? Ich zahle auch dafür. Ja, aber nicht die Pizza. Oh, cool. Jetzt kann ich mir noch eine kaufen. Das ist mein Glücksstück. Das hier ist genau das, was ich brauche. Damit halte ich den Deckel oben. Und dann lege ich mein Blatt da drauf. Und ich habe eine Staffelei wie ein Künstler. Und nun kann ich dich malen. Oh. Oh, aber ich kann die Pizza-Lady malen. Das sieht schon gut aus. Aber Porträts sind eine echte Challenge. Pizza ist das einzig wahre Essen. Hey, du warst echt ein tolles Modell. Was hast du gesagt? Sag mal, malst du mich etwa? Das muss ich mir ansehen. Ich bin einfach mal ganz leise. Niemals. Unfassbar. Das ist ein wahres Meisterwerk. Wow. Du hast mich erschreckt. Das bist du. Ich hoffe, dir gefällt's. Gefällt mir sehr. Darf ich's dir abkaufen? Na klar. Danke, du bist echt eine richtige Künstlerin. Das ist so nett. Herrje, ich liebe Donuts über alles. Aber bunte Donuts sind viel besser. Findet ihr nicht auch? Oh ja, ich glaube, das wird unsere erste Challenge. Ich weiß, was zu tun ist. Warte einfach. Was? Du nimmst mir immer alles weg. Oh wow, du rührst ja schon den Teig an. Ja, ich weiß. Das ist nur, weil ich gut im Backen bin. Jetzt gieße ich den Teig einfach in dieses Glas. Das dürfte reichen. Jetzt fehlt nur noch die Farbe. Wir fangen mit Blau an. Dann nehme ich den aus dem Glas und quetsche den Beutel, damit alles durchgemischt wird. Gut. Und jetzt zur Donutform. Ich drücke einfach verschiedene Farben in die Form. Die werden bestimmt hübsch aussehen. Das weiß ich. Ich habe genug Teig gemacht, um alle Formen zu füllen. Ich muss nur noch in die letzte gelb machen. Sie sehen toll aus. Schieben wir sie gleich in den Ofen. Ich muss mein eigenes Ding machen. Gut, dass ich Material dafür habe. Ich muss nichts Neues zubereiten. Ist doch langweilig und dauert. Ich habe ja schon kleine Donuts, die muss ich nur noch anmalen. So süß und auch hübsch. Ich weiß gar nicht, welche Farbe mir am besten gefällt. Streusel müssen auch noch drauf. Papierschnipsel sollten aber reichen. Ich kann es nicht fassen, wie süß die sind. Ich weine gleich. Ich muss einen probieren. Komm her, Greenie. Au! Fertig. Sie haben lang genug gebacken. Sie riechen wirklich gut. Und sie sehen schön bunt aus. Okay, aber ohne Dekoration sind es keine Donuts. Ich nehme einen raus und tauche ihn in die Glasur. Und dann geht es weiter zu den Streuseln. Wow, die sehen so süß aus. Meine kleinen Regenbogen-Donuts. Boah, ich hasse meine Donuts. Sie tun meinem Zahn weh. Oh wow, deine Donuts sehen fantastisch aus. Du bist verhaftet wegen unerlaubten Betretens. Warte.
Riechst du das auch? Ja, das riecht gut. Warte, sie ist weg. Dann kann ich jetzt verschwinden. Irgendwo von hier kommt es. Der Geruch kommt von diesem Tisch. Ups, ich glaube, ich verstecke mich mal kurz. Einer von euch hat doch was angestellt, oder? Na gut, ich gestehe. Ich weiß, die Schatzkammer ausgeraubt hat. Ich schätze, sie nehmen mich auch gleich mit. Was zur? Sie hatte das ganze Gold und Geld einfach so in ihren Taschen? Wer auch immer diese Donuts gemacht hat, ist ein Genie. Oh mein Gott, die sind so gut. Die besten Donuts, die ich je hatte. Hey, was hast du da alles? das ist nichts. Ich räume das mal schnell weg. Naja, wenn du das sagst. So leckere Donuts. Ja, und ich bleib noch ein bisschen in Deckung. Puh, das war aber ganz schön knapp. Mal sehen. Wow, check das mal aus. Ich habe auch eins. Nur, dass meins natürlich Regenbogenfarben hat. Hey, ich glaube, meins kann man essen. Essen? Wirklich? Das ist ja mega cool. Hat er gerade versucht, mir sein Herz zu geben? Nein, ich wette nicht. Ich sollte aufhören, mir darüber Gedanken zu machen und lieber meins probieren. Sieht köstlich aus. Moment, ist das nur stinknormaler Gummi? Oh, das lässt sich nicht mal dehnen. Schätze, es ist doch nichts zum Essen. Ach, sehr schade. Aber immerhin kann ich noch damit spielen. Ich weiß nicht, irgendwie macht das gar nicht so viel Spaß wie sonst. Oh, sie sieht so traurig aus. Da muss ich doch was machen. Psst, hey, schau mal. Willst du was von meinem Herz abhaben? Wow, ja voll gern. Vielen Dank. Wow, es bricht so leicht ab. Oh Gott. Oh, schaut sie euch an. Sie sieht so glücklich aus. Macht mich glücklich, das mit ihr zu teilen und dass sie das größere Stück bekommen hat. Es ist so gut. Ich will noch einen Bissen. Wow, warte mal kurz. Du musst dir deinen neuen Look im Spiegel anschauen. Neuer Look? Was meinst du? Oh mein Gott. Jetzt bist du auch schwarz-weiß, genau wie ich. Perfektes Match. Denkst du wirklich? Ich finde, wir geben ein gutes Paar ab. Oh mein Gott, wow! Schau dir die mal an! Hä? Oh, hi Mindy. Diese Schuhe sind so süß. Du musst mir sagen, wo du sie her hast, ja? Komm, ich helfe dir. Wow, fast vergessen. Was hältst du von meinen Schuhen? Wow, die sind mega schön. Bin total neidisch. Oh, du bist so lieb. Die passen super zu dem Oberteil. Hey Mädels. Dieser Farbton ist richtig geil. Was ist los? Sind das deine Schuhe? Ein bisschen langweilig, oder? Die sind voll peinlich. Wer trägt denn sowas noch? Ja, ich weiß. Ich mag die. Die passen zu all meinen Klamotten. Ach, mir egal. Was war das? Oh, ich glaube, ich bin auf was draufgetreten. Oh, das war der Stift. Den kann ich nicht gebrauchen. Oder doch? Euch werde ich's zeigen. Ich brauche noch mehr Stifte. Mit denen werde ich meine Schuhe upgraden. Dazu trage ich Kleber auf den Stift auf. Einmal komplett der Länge nach. Dann klebe ich ihn an meinen Absatz. Und das mache ich auch noch mit den anderen Stiften. Ich will den gesamten Absatz bekleben. Ich nehme längere Stifte, wenn ich rumgehe. Das ist der letzte. Wow, das ist so schön bunt geworden. Und nur noch etwas Farbe für den Schuh. Und das gleiche mache ich mit dem anderen Schuh. Wer muss schon neue Schuhe kaufen? Oh, ich kann es kaum erwarten, die zu tragen. Und los! Ich gehe später noch shoppen. Kommst du mit? Oh mein Gott! Schau dir nur diese Schuhe an! Na, was sagt ihr dazu, Mädels? Sieht gut aus, oder? Mach den Mund zu, es zieht. Wow! Ich bin so gespannt! Schere, Stein, Papier? Okay! Gewonnen! Ich fang an! Wow, ein riesiger blauer Pilz! Mh, lecker! Hey, lass deine Finger bei dir! Sieh ihn dir an, so cool! Den lass ich mir schmecken! Nur zu, ich hab mein eigenes Essen! Ja, ein riesiger Pilz in Rot! Rot ist die bessere Farbe! Da beiß ich gleich rein! Sowas von gut! Oh oh, was passiert mit mir? Hey, schrumpfe ich oder wird der Pilz größer? Das ist ja cool! Chris? Wo bist du hin? Hallo! Hey, hier unten bin ich! Chris? Komm bitte zurück! Sie hört mich nicht! Dann rufe ich sie eben an! Hallo? Chris? Alles okay? Was ist passiert?
Na sowas, du bist ja winzig. Ich weiß, cool, oder? Ich kann dich kaum sehen. Ich wäre gerne wieder groß. Hilfst du mir? Wie könnte ich ihm bloß helfen? Der rote Pilz hat ihn klein gemacht. Vielleicht macht der blaue Pilz ihn wieder groß. Ein Versuch ist es wert. Was kann schon passieren? Nur ein kleines Stück. Hier, für dich. Lecker. Ich glaube, es funktioniert. Achtung, aus dem Weg. Zum Glück hat das geklappt. Ich freue mich für dich. Gut gemacht, Wunderpilz. Das war so lecker. Ich will mehr. Hä? Wo ist mein Pilz? Mal sehen, wie du schmeckst. Nein, nicht. Ich kann nicht anders. So lecker. Oh. Wow, jetzt bin ich riesengroß. Der Pilz ist gar nicht so übel. Hey, Madison, schau mal hier oben. Hey, du hast das Dach ruiniert. Warum sind wir nochmal befreundet? Er lernt's wohl nie. Die Aussicht ist klasse. Ich wäre ein toller Basketballspieler. Schere, Stein, Papier. Ja, gewonnen. Guck dir die goldenen Lollipops an. Die sind echt schön. Ich bin ja mal gespannt. Hey, ich habe auch Lollipops. Pinke. Ich probiere jetzt einen. So gut. Deine auch? Oh yeah, total lecker. Ich wette, ich bin schneller fertig als sie. Hey, was hat sie denn vor? Oh nein, sie wird nicht gewinnen. Keine Chance, ich gewinne auf jeden Fall. Warte kurz, ich weiß, was wir machen. Das ist es, ich habe einen Timer. Bist du bereit? Und los. Komm schon, ich muss diese Competition gewinnen. Ist sie abgelenkt? Das ist meine Chance. Dieses Wasserglas wird mir helfen zu gewinnen. Was? Ich habe das Gefühl, der Lolli wird überhaupt nicht kleiner. Schau, wie sehr er geschmolzen ist. Nur noch ein kleines bisschen. Ich hab's gleich. Ja, und jetzt nur noch trinken. Hey, was soll das? Woher hast du das Glas? Sieht aus, als ob ich gewinne. Mann, ich fass es nicht, dass ich verloren habe. Ich habe eben clever gespielt. Hey, was ist das? Irgendwas passiert. Gabby? Gabby? Oh nein, du hast dich in einen Goldfisch verwandelt. Was soll ich denn jetzt machen? Bleibst du jetzt für immer ein Fisch? Das ist lustig. Schere, Stein, Papier. Welche? Schau her. Sieht aus, als hättest du verloren. Ja, bringen wir es hinter uns. Nicht schlecht. Überhaupt nicht schlecht. Ich habe auch total Lust auf einen Burger. Yum, das Patty ist echt saftig. Kann ich dir helfen? Hör auf, mir ein schlechtes Gewissen zu machen. Nie teilt sie. Aber schau mal, was ich hier habe. Also los! Unglaublich! Der ist so groß wie 100 Burger zusammen. Wuhu! Hä? Das soll wohl ein Witz sein. Ich liebe dich. Du kannst den nicht komplett selbst aufessen. Na dann schau mal her. Extra Zwiebeln? Oh, das habe ich am liebsten. Der ist echt gut. Das ist ungerecht. Okay, ich bin offiziell vollgestopft. Erinnere ich euch an jemanden? Wow! Du bist ein Minion! Schau mal! Ich kann gar nicht mehr wegschauen, Schatz. Banana! Chris? Ich bin auch ein Minion. Wir brauchen das Klopapier noch, Schätzchen. Und wo hast du diesen Hoodie her? Ich will, dass sie einen Minion malt. Ich bin so nervös, ich muss ihm gerecht werden. Was soll ich dafür verwenden? Chris? Kann nicht reden, ich mal Minions. Oh, okay. Dann fange ich wohl besser mal an. Gelb ist ein guter Anfang. Schwieriger als ich dachte. Ich liebe Bananen. Hey, vorsichtig. Was soll das denn? Moment mal. Ich weiß, was zu tun ist, aber ich brauche noch eine Banane. Hey,
Das ist wichtiger. Zuerst zeichne ich einen Kreis auf die Banane. Das wird das Auge. Dann folgt seine Brille. Sieht sehr gut aus. Nun zu seinem Mund und der Kleidung. Nun kann ich langsam ausmalen. Ich muss nur innerhalb der Linien bleiben. Was für funkelnde weiße Zähne du hast. Diese blaue Farbe ist perfekt für seine Latzhose. Nun muss ich warten, bis die Farbe getrocknet ist. Mit diesem Stift kann ich einen Umriss erstellen. Und fast fertig. Voila, er sieht gut aus. Und hier sind noch ein paar Freunde für ihn. Was für ein süßer Haufen Minions. Wie findest du es? Das ist großartig, mein Meisterwerk ist fertig. Wo willst du hin? Ich vermisse ihn. Nicht weinen, mein Schatz. Was für eine grausame Welt. Ich weiß, was dich aufmuntern wird. Hier, eine Banane. Ich will aber keine... Wow, sieht aus wie ein Minion. Das ist genial, Mann. Danke. Freut mich, dass sie dir gefällt. Oh, ich habe keine Bananen mehr. Du kannst eine von meinen haben. Wirklich? Wow, das ist die hübscheste Banane, die ich je gesehen habe. Alles okay, Chris? Klar, Mom, lass uns spielen. Banane, Bottom. Die Sendung fängt gleich an. Schalt ihn ein. Oh, ich liebe sie sehr. Sie ist das beste Regenbogen-Einhorn aller Zeiten. Also gut, meine kleinen Stallfreunde, seid ihr bereit, mit dem Kochen anzufangen? Werden die Farbe Pink verwenden. Zeigt mal, was ihr alles habt. Gut, dass wir im ganzen Haus nach pinkem Essen gesucht haben und fündig geworden sind. Das sieht toll aus. Die nächste Farbe, die wir brauchen, ist blau. Habt ihr denn blaues Essen, das wir nutzen können? Yes, ich wusste, dass sie heute blau nehmen wird. Ich bin mit blauen Snacks bestens vorbereitet. Ich auch. Sehr gut. Sehr gut, okay, welche Farbe kommt als nächste? Wie wär's mit Orange? Was habt ihr alles in Orange? Wir haben jede Menge oranges Zeug, Snacks und Getränke. Wir haben uns sehr bemüht, alles zusammenzutragen. Bravo, das ist eine schöne Sammlung von Regenbogenessen. Und jetzt werdet ihr das Schönste aller Regenbogenessen zubereiten. Hä? Was passiert mit unseren Snacks? Und mit uns? Oh weia, wo sind wir? Und guck uns an! Oh, das gibt's doch nicht! Wir sind im Fernsehen mit unserem Lieblingseinhorn! Hallo, ihr zwei. Ich hoffe, ihr seid bereit für meine Challenge. Halte dich einfach normal. Hier. Ich will den nicht. Ich bestehe darauf. Nö. Nimm den Wasser. Ich will nicht. Hey, hört auf mit dem Quatsch. Ich drücke. Und weiter geht's mit der Challenge. Wer war dieser Typ? Und warum war der so gemein? Egal. Ach, komm schon. Das ist ekelhaft. Ich hoffe, die ist sauber. Ich bin so verwirrt. Warte, du hast eine kleine Süßigkeiten-Toilette? Ja, sorry. Und eine Lolli dazu. Ich dippe ihn in das Pulver und bedecke den Lolli damit. Und los. Wow, das schmeckt so gut. Das ist unfair. Du bekommst Süßigkeiten und ich eine Toilette. Moment mal. Hey Luna, ich werde die Toilette lecken. Nein, lass das. Oh, schau. Zwing mich nicht, das zu tun. Du blöffst. Oh, wo ist sie hin? Oh, ich kann nicht glauben, dass ich das tun musste. Hä? Was ist das? Wow, noch eine Mini-Toilette. Und da ist auch was drin. Ich hoffe, das ist Schokolade. Und nicht, nun, du weißt schon. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Wünsch mir Glück. Es ist Schokolade. Oh, mein Lolli ist schon leer. Das ist so lecker. Warte mal. Die Toilette ist auch essbar. Wie cool. Das wird ja immer besser. Ich will die auch haben. Justin? Kann ich was abhaben? Was, Luna? Ich esse. Ich will doch nur ein kleines Stück. Hier. Vielleicht doch nicht. Gut, mehr für mich. Das ist großartig. Warte, sitzt du auf der Toilette? Ich habe mich schon gefragt, was das für ein Geruch ist. Oh, was kommt denn jetzt? Ich werfe einen Blick drauf. Oh, eine wunderschöne Torte. Ich kann nicht warten. Oh, wow. So saftig. Wow, ich will auch ein Stück Torte.
Oh, ja, ja, ja. Ich habe auch die Torte. Komm, Löffel. Moment mal. Du bist der Aufgabe nicht gewachsen. Ich komme gleich wieder. Das war eine leckere Torte. Oh, hey. Sie ist abgehauen. Dann will sie ihren Kuchen wohl nicht. Ich nehme nur einen kleinen Bissen. Das wird sie nicht stören. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Das ist die richtige Löffelgröße für meinen Kuchen. Hm? Was? Krümel? Das darf nicht wahr sein. Sie hat meinen Kuchen gegessen. Ich kann's nicht glauben. Das ist total unfair. Aber ich habe eine Idee. Ich habe dieses Stück Schaumstoff und schneide es in ein Dreieck. Und jetzt kommt etwas Farbe auf den Schaumstoff. Gerade so viel, wie ich zum Einstreichen brauche. Okay, dann verteile ich mal den falschen Zuckerguss. Der gesamte Schaumstoff muss bedeckt sein. Jetzt noch ein paar Streusel zur Dekoration. So geht's. Das sieht hübsch aus. Ich muss es aber noch leckerer aussehen lassen. Ich male noch ein paar Streifen an die Seiten. Es soll nämlich so aussehen wie eine Torte mit mehreren Schichten. Das sieht zum Anbeißen aus. Das wird ihr hoffentlich eine Lehre sein. Diese Torte riecht sehr gut. Oh, bekomme ich was ab? Bitte. Von der hier? Also, du kannst mal abbeißen. Ja, das wird lecker. Ich liebe Torten. Was zum Kuckuck? Was ist das? Das ist keine echte Torte. Das ist so schwammig. Hey, schön schwammig. Viel besser als echte Torte. Das sieht gut aus. Hey, was kochst du da? Haferbrei. Kann ich was haben? Okay, hier. Danke. Da fehlt noch was. Etwas hart. Weißt du, du hast recht. Aber was? Oh, ich habe eine Idee. Ich muss mal in den Kühlschrank schauen. Genau, was wir brauchen. Das ist perfekt. Gute Wahl. Es gibt nichts Besseres als frisches Obst. Oh, Bananen. Das wird ein leckeres, gesundes Frühstück. Klingt super. Ich schäle einfach meine Banane. Und ich schneide meine mit diesem Schneider. Das ist total einfach. Ich lege einfach die Banane hinein und drücke auf den Griff. Das erzeugt schöne, gleichmäßige Stücke. Ich brauche keinerlei Messer. Jetzt kann ich es in den Haferbrei geben. Was für ein cooles Gadget. Wow. Ashley, darf ich auch mal? Nö, der gehört mir. Nein? Wie gemein. Schätze, ich muss ein Messer benutzen. Toll. Was? Wir haben nur eine Gabel? Wie soll ich damit bitte eine Banane schneiden? Wow, so viel schmutziges Geschirr und Besteck. Das mache ich sicher nicht sauber. Schätze, ich werde die Gabel benutzen. Das wird was werden. Moment mal. Ich habe eine Idee. Ich nehme die Gabel und verbiege die Zinken mit dieser Zange. Genau so. Nun auf die anderen. So, das war's. Das sollte reichen. Jetzt schneide ich meine Banane. Ich drücke einfach die Gabel in die Banane und die Zinken schneiden sie in Stücke. Jetzt kann ich es direkt in meinen Haferbrei geben und ich gebe weiteres Obst hinzu. Das sieht lecker aus. Was für eine tolle Idee. Wow, das ist echt clever. Ja, ich weiß. Wer braucht schon teure Geräte? Okay, lass uns essen. Hey, warte mal. Lass uns dieses Mal zusammen öffnen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Schau, ich habe einen ganzen Teller voll mit goldenen Donuts. Ich habe auch Donuts. Pinke mit weißen Streuseln. Ja, ich liebe Donuts so sehr. Ich auch. Die habe ich am allerliebsten. Diese hier sind auch wirklich gut. Wow, du haust ja ganz schön rein. Oh, das bringt mich auf eine Idee. Mal sehen, ob sie überhaupt bemerkt, wenn ich ihr einen von meinen unterschiebe. Oh mein Gott, sie macht's. Sie isst den einfach auf.
Ha, was ist das für ein komisches pinkes Leuchten? Hey, das ist gar nicht einer von meinen goldenen Donuts. Nein, mein goldenes Outfit. Es hat sich in ein pinkes verwandelt. Ha, du bist voll drauf reingefallen. Du hättest halt nicht so schnell essen sollen. Oh, auf keinen Fall kommst du so leicht raus aus der Sache. Ganz genau, jetzt habe ich alle deine goldenen Donuts. Aber ich will nicht pink sein. Bitte gib mir sie zurück. Und was, wenn ich sie einfach zerquetsche? Nein, warte, stopp. Schau, hier, ich gebe dir goldene Münzen dafür. So viele glänzende Münzen. Deal. Ja, mein geliebter goldener Donut wieder in meinem Besitz. Zeit, mich wieder in mein hübsches goldenes Ich zurückzuverwandeln. Lecker. Ja, es hat funktioniert. Ich bin endlich wieder Gold. Ja, schön, aber ich bin reich. Hey, warte mal. Das sind gar keine Goldmünzen, das sind Schokoladenmünzen. Das ist nicht fair. Du hast mich voll reingelegt. Ha, das ist die Strafe dafür, dass du mir meine Donuts genommen hast. Soll ich meine zuerst aussuchen? Ja, ist okay, schätze ich. Tada! Eine Süßigkeiten-Zahnbürste? Ist zwar ein Widerspruch in sich, aber das sieht trotzdem sehr lecker aus. Da hast du recht. Zeit zum Putzen. Oder noch besser... Magst du mein neues Lächeln? Weg mit dir, Zahnbelag! Funktioniert das überhaupt mit dem Ding? Okay, das ist genug Zahnpflege für heute. Ich habe jetzt richtigen Appetit. Und jetzt noch das große Finale. Mit Zuckerwatte-Aroma. Schade, dass ich keine Zahnseide habe. Wähl doch du jetzt deine Karte. Diese hier ist in Ordnung für mich. Und jetzt kommt die große Enthüllung. Noch eine Zahnbürste, hä? Huh? Aber ist meine auch essbar? Die sieht dem Original ziemlich ähnlich. Was ist daran lecker? Ich denke, ich muss es einfach mal ausprobieren. Muss ich dann jetzt bürsten? Ich habe nicht mal Zahnpasta bekommen. Wonach schmeckt das Ding eigentlich? Komm schon. Das ist doch lächerlich. Ja, lach du nur. Okay, was kommt als nächstes? Nudeln. Jeder liebt Nudeln, stimmt's? Aber natürlich möchte ich sie schön bunt. Regenbogennudeln bitte. Hä? Regenbogennudeln? Ich weiß nicht, wie man die macht. Was? Du hast keine Idee? Ich nämlich auch nicht. Wow, das kam aus dem Nichts. Mal sehen, was drunter ist. Hä? Hey, hier ist nichts. Das ist leer. Ach, mein kleiner Sonnenschein. Schau auf den Teller. Oh, der Teller, natürlich. Ich wusste, dass da das Zeug drauf ist. Scheinbar haben wir Instant-Nudeln bekommen. Und die Farben. Hey, gib mir das. Okay, ich habe eine Schüssel mit Wasser. Da mache ich die rote Farbe rein. So, das war's. Das sollte genug rot sein. Und jetzt wird's Zeit für die Rahmnudeln. Ich muss noch alles umrühren, um die Nudeln aufzulockern und die Farbe unterzumischen. Schau dir das an. Die Nudeln sind ganz rot geworden. Und jetzt sind sie auf dem Teller bei den anderen Farben. Sie riechen auch gut. Findest du nicht auch? Was ist das für ein leckeres Aroma? Oh, fantastisch. Hey, iss die Nudeln nicht einfach mit den Fingern. Warte kurz, ich hole schnell Besteck. Oh, Nutella, sehr gut. Was ist das da? Warum hast du mir das Herz gebrochen? Ich wollte das nicht. Wow, sie ist ein kleiner Wirbelwind. Macht mich ganz schön fertig. Sie braucht ja ewig. Wie lange soll ich denn noch warten? Nein, iss die Nudeln nicht mit den Fingern. Bla, bla. Das war's. Die Nudeln gehören jetzt mir. Hey, stopp. Sie isst die Nudeln einfach auf. Oh nein, da kommt sie. Die nehme ich mit und bin weg. Ich habe Gabeln gefunden. Hä? Wo sind die Nudeln hin? Sie glaubt, sie kann sich vor mir verstecken, was? Ich muss nur dieser Nudel folgen. Hä? Oh, du hast mich gefunden. Unfassbar, dass du die ganzen Nudeln aufgegessen hast, während ich kurz weg war. Naja, nicht alle. Ich habe dir noch was übrig gelassen. Es gibt doch nichts über einen schönen, gesunden Salat. Was kann da sonst noch rein? Diese Tomaten passen perfekt. Wenn ich nur das Glas aufbekomme. Ist das zugeklebt oder was? Komm schon. Okay, langsam nehme ich's persönlich. Geh auf! Okay, sinnlos. Hey, Schatz. Ich brauche deine Hilfe. Was ist los? Kannst du mir das aufmachen? Ich bekomme es nicht hin. Ich kümmere mich darum. Einen Moment noch. Nein.
Mein guter alter Bizeps sollte jetzt aufgewärmt sein. Geh auf! Bitte! Schon gut, Schatz. Was ist hier los? Zu schwach, das Glas zu öffnen, was? Probier du es doch mal. Her damit. Du schaffst das. Wow, das ist echt fest. Glas muss aufgehen. Das ist aussichtslos, Mama. Was ist mit dir los? Mach einfach das Glas auf. Ich probiere es ja. Vielleicht kann ich helfen. Es geht nicht auf, Mama. Warte, ich weiß wie. Hey, lass mich mal. Komm schon, bitte. Hä? Du? Das ist meine Zeit zu glänzen. Seid gespannt. Ich brauche etwas Tape und wickle es um den Deckel. Oh. Hm. Dann ziehe ich. Und der Deckel geht auf. Tada! Meine Arbeit ist erledigt. Tschüssi! Wow! Wie, ich meine, ich bin stark? Ich glaube, du musst schwerere Gewichte heben. Jetzt kann ich den Salat fertig machen. Hm, lecker. Warte noch kurz. Spielen wir Schere, Stein, Papier. Mit Papier habe ich gewonnen. Wow, schau dir mal diese geniale Wassermelonschnitzerei an. Sie sieht wie ein süßer, aber furchteinflößender Hai aus. Er hat viele scharfe Zähne. Ich kann nicht länger warten. Oh, oh, oh nein. Das ist so unheimlich. Es ist ein Hai. Das ist ein Hai auf meinem Teller. Hey, warte mal. Das ist ein Spielzeughai aus Gummi. Mann, oh, das ist ziemlicher Mist. Im Ernst, das ist blöd. Warte, ich weiß, wie ich das ändern kann. Ich habe einen Knopf. Ich drücke ihn einfach und warte, ob ich was anderes bekomme. Was zum Teufel? Der Hai hat sich in einen Hühnerfuß verwandelt? Das ist ja noch schlimmer. Ich hasse das. Ja, ich beneide dich überhaupt nicht. Das ist noch schlimmer als diese Schleimmelone. Ich drücke ihn nochmal. Bitte, bitte, bitte. Oh nein. Nein, nein, nein. Das ist nicht das, wofür ich es halte. Ich will nicht Squid Game spielen. Nö, nö, nö. Das geht dahin zurück, wo es herkommt. Puh, das war ganz schön knapp. Ich schau mal nach, was ich jetzt habe. Ja, endlich. Das ist ein cooles Exemplar einer Wassermelone. Das ist ein Wassermelonelefant. Ziemlich lustig. Warte, da ist nichts drin. Das war's mit Melone. Aber wenigstens habe ich eine lecker aussehende Melone. Oh, ich werde nicht lügen. Ich bin ganz schön neidisch. Weißt du was? Es ist wieder Zeit für den Knopf. Ja, ich habe noch eine bekommen. Aber diesmal gibt's auch Melone zum Essen. Und ich habe einen Melonenausstecher. So geht's. Ich befülle einfach den Elefanten. Toll, ich freue mich für dich. Und jetzt geht's ans Essen. Das sieht toll aus. Ich schaue auch rein. Mm, die ist so schön saftig. Was glaubst du, kriegen wir als nächstes? Ich meine, hier ist bis jetzt noch nichts. Vielleicht versteckt sich was unter den Tellern? Schade, scheinbar nicht. Ja, das ist einfach nur ein leerer Teller. Gabby, vielleicht müssen wir nur die Augen schließen. Ist schon was da? Allzu lang dürfte es nicht mehr dauern. Hey, wow, das hat geklappt. Schau mal auf die Teller. Wow, ich glaube, das ist Lotion. Ich bin auf jeden Fall bereit, das mal zu probieren. Ich quetsche einfach ein bisschen auf meine Hand. So, das sollte reichen. Und jetzt reibe ich es einfach ein. Ha, das ist eine komische Lotion. Ava, oh mein Gott, das ist keine Lotion. Das ist so zum Schießen, so lustig. Guck mal, was ich damit mache. Siehst du? Keine Lotion. Das ist Kaugummi. Oh, okay. Guck, ich kann Blasen machen. Nice, das ist eine super Blase. Gabby, stopp! Ah! Oh nein, jetzt bin ich voller Kaugummi. Jetzt sind wir beide voll mit Kaugummi. Wir sind peinlich. Oh, hier herrscht das reinste Chaos. Nun, jemand muss es ja beseitigen. Und das bin ich. Kurz dehnen. Okay, los geht's. Woohoo! Ich bin eine echte Putzmaschine. Oh,
Schau sich das einer an. La la la. Putzen. So ist es besser. Ich glaube, das war's. Zeit zum Entspannen. Hä? Was ist das? Ich kann nicht glauben, dass ich was übersehen habe. Hab dich. Es gibt kein Entkommen. Aber wo kommt das her? Was? Da sind noch mehr? Nicht unter meiner Aufsicht. Ich gehe dem Fall nach. Ich werde dem Ganzen auf den Grund kommen. Interessant. Die Spur führt da lang. Aha, ein Hinweis. Nun, noch mehr Mais. Ich muss weiter folgen. Warte nur, bis ich den Bösewicht gefunden habe. Die Spur führt in Debbies Zimmer. Ich hätte es wissen müssen. Oh mein Wow. Gabby? Oh, hi Mama. Stimmt was nicht? Du weißt genau, was los ist. Gib den Mais her. Okay. Hier. Das ist also die Ursache für das ganze Chaos? Moment. Vielleicht gibt es eine einfache Lösung. Ich nehme den Maiskolben und schiebe den Spieß in eine Maisreihe. Ich muss ihn komplett durchdrücken. Dann hebe ich ihn einfach hoch. So kann er viel einfacher gegessen werden. Probier mal. Wow. Das ist wie ein Maislollipop. Danke, Mama. Lecker. Das ist perfekt. Dafür sind Mütter doch da. Ach, das war erfrischend. Okay, dann checke ich mal meine Maße. Hey, Jennifer. Ich habe voll Hunger. Stört's dich, wenn ich den Fernseher anmache? Was machst du denn da? Du weißt doch, ich bin auf Diät. Das riecht so gut. Stopp. Los, verschwinde. Na gut. Schau mal da. Ein riesiger Teddybär. Ich habe eine Idee. Ich mache einen Schnitt in den Bären und stopfe da meine Snacks rein. Damit sind sie versteckt. Jennifer muss sie ja nicht sehen. Und ich kann sie essen. Danke, dass du die Snacks weggebracht hast. Na klar, kein Problem. Mindy, was sind das für Geräusche? Was ist da los? Ich kuschel nur ein bisschen mit dem Teddy. Ja, der ist echt süß. Das war knapp. Meins öffnen? Na gut, es geht los. Warte, ich habe eine verrückte Idee. Wir tauschen. Ja, das ist eine tolle Idee. Mal sehen, was ich jetzt habe. Hey, das ist eine Wassermelone. Yes, das ist fantastisch. Nice, mal sehen, was ich habe. Hey, was soll das? Ich habe eine leere Wassermelonschale. Die ist komplett ausgekratzt. Wie esse ich die am besten? Mit dem Mund? Mit den Händen? Mann, ich wünschte, ich hätte Besteck oder ähnliches. Nicht zu fassen, dass er diese Wassermelone bekommen hat und ich nichts. Hey, warte mal, ich habe eine geniale Idee. Dann setze ich die mal in die Tat um. Ich wusste, dass sich dieser Schleim als nützlich erweisen wird. Okay, ich schütte das einfach in die leere Schale. Rein damit. Glubsch, glubsch, glubsch. Ausgezeichnet, die komplette Schale ist voll. Und jetzt müssen noch Samen rein, damit sie echt aussieht. Jetzt muss ich nur noch tauschen. Fertig, und er hat nichts mitbekommen. Endlich, jetzt kann ich diese lecker aussehende Melone essen. Hey, was zum Teufel ist das? Das ist gar keine Wassermelone, das ist Fake, das ist Schleim. Oh wow, wie schade, dass sie nicht echt ist. Aber ich esse jetzt meine, ich kann es kaum erwarten. Okay, wie wär's damit? Ich bin ein Schleimgesicht. Du hast mich erschreckt. Du spinnst doch. Hier, wir teilen uns die Melone. Oh, danke. Seid ihr bereit? Oh, wie romantisch. Schau dir all die Federn an, ich liebe es.
Eure erste Challenge. Mal diese kleinen Kerlchen. Er ist süß und knuddelig, also legt euch ins Zeug. Los. Okay, fangen wir an. Wo soll ich anfangen? Ich bin die Künstlerin der Familie. Wow, Farbe. Die muss ich unbedingt haben. Gibt's ja nicht. Woher hast du die denn? Mom ist wie ein Laden für Kunstzubehör. Das Wasser darf ich nicht vergessen. Huh? Wo sind meine Farben hin? Huh? Oh, ich hätte es wissen müssen. Chris, her damit. Vorsicht, Mom. Du hättest fast mein Bild ruiniert. Tut mir leid, Schätzchen. Moment. Ich habe doch eine Idee. Ich drücke meine Hand auf die Leinwand. Ich muss nur sicher gehen, dass die ganze Farbe aufgetragen wird. Und nun kann ich's ausfüllen. Und einen Kopf hinzufügen. Das ist viel einfacher. Und sehr beruhigend. Nun zu den Beinen. Jeder Flamingo braucht Wasser. Sieht wirklich toll aus. Den Schnabel umrande ich mit einem schwarzen Stift. Das verleiht mehr Definition. Nun male ich die Augen und umrande auch die Beine mit dem Stift. Zum Schluss noch ein paar Details. Ich glaube, ich bin fertig. Na, wie gefällt's dir? Ja, Dad, wer hat gewonnen? Wie spannend. Gute Arbeit, Kumpel. Aber Mom gewinnt diese Runde. Yeah! Ich dachte wirklich, ich lieg vorne. Sieht aus, als müsste unser Model mal aufs Klo. Oh, okay. Wie widerlich. Können wir ihn behalten, Mom? Toll, jeden Tag gehe ich mit ihm spazieren. Oder fliegen. Hallo, Schätzchen. Ich habe einen Apfel für dich. Der ist total hart. Ich kann gar nicht reinbeißen. Das ist nicht fair, Mami. Schon okay, mein Schatz. Nicht weinen. Irgendwas muss ich doch tun können. Oh, ich hab's. Ich brauche nur etwas Hilfe. Ich lege den Apfel hier rein und sichere ihn. Dann schalte ich das Gerät ein. Jetzt wird der Apfel für mich geschält. Funktioniert reibungslos. Das sollte reichen. Schau nur, Ashley. Gib her. Danke, Mami. So saftig. Technologie ist einfach großartig. Lass es dir schmecken. Mal sehen. Moment, lass mich auswählen. Klein ist an der Reihe. Hätte ich mal selbst gewählt. Na gut. Siehst du, was ich sehe? Ein Augapfel. Ich wollte schon immer grüne Augen haben. Super weich. Und er ist ungefähr so groß wie meine eigenen. Na, macht dir das Angst? Und für dich? Groß. Genau, was ich mir erhofft habe. Gib schon her. Es ist fertig. Tada! Das Ding ist ja größer als dein Kopf. Ich kann's kaum erwarten, da reinzubeißen. Komm schon! Meine Zähne finden da irgendwie keinen Biss. Oh, gut, dass meins perfekt in meinen Mund passt. So gummisaftig. Traubengelee? Was für eine Überraschung. Ich liebe alles süß-klebriges. So lecker. Und auch die perfekte Menge. Größer ist nicht immer besser. Ich muss einfach nur den Winkel ändern. Jetzt geht's los. Zitrone, Limette, das liebe ich. Verachte mich gar nicht. So viele Seifenblasen. Wow. Lesen macht hungrig. Wir haben schon Mittag. Wuhu. Mal sehen, was wir hier drin haben. Oh, Joghurt. Hey, Jennifer. Sieh mal hier. Oh, lecker. Hier für dich. Das sieht gut aus. Nein! Du solltest dich sehen, Dad. Mein schöner Schnauzer ist ruiniert. Moment, haben wir noch mehr Joghurt? Schon gut, Liebling. Ich mach das schon. Zuerst wische ich aber den Joghurt weg. Moment mal, ich habe eine Idee. Möchte hier jemand leckeren Joghurt? Mach deinen Mund auf. Ein bisschen drücken und schon kommt er.
Voll lecker. Kein Problem, Liebling.